Dann sage ich in diese Runde nochmal, wie gesagt, Zuschauer strömen noch rein, das ist gut. Wir haben noch ein paar Sitzplätze frei, wenn man es mal mehr oder weniger so sagen will. Einen herzlichen guten Morgen am Donnerstag, 15. Dezember, der Tag nach dem FED-Event sozusagen. Da werden wir heute im Webinar noch ein bisschen drüber sprechen, über die Auswirkungen, über die Möglichkeiten, eigentlich alles recht verhalten. Neutralität ließ ja hier auch wieder grüßen. Freue mich auf jeden Fall, dass heute Jens auch dabei ist zum heutigen JFD Live-Event. Jens, hallo in den Äther. Nochmal, der Soundcheck, funktioniert es wirklich? Ja, ich kann alles bestens hören und hallo auch von mir aus Berlin. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, freut mich auf jeden Fall. Das Feedback ist auch gut. Wir sind zu hören und zu sehen, so soll es sein. Wie gesagt, wir haben ja die Live-Event-Session monatlich einmal mindestens, manchmal auch zweimal in dem Etat geplant und wir wollen das nächstes Jahr auch sukzessive aufbauen, ausbauen, aufbauen natürlich auch. Und da wird es auch, kann ich gleich nochmal sagen, die Idee geben, dass wir auch Live-Events abdecken. Sowas wie gestern Abend bzw. EZB-Event mit einer gewissen Art von News-Trading wollen wir da ein Stück weit näher bringen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird nächstes Jahr sicherlich noch mehr denn je geben und natürlich dann auch hier mit purer Transparenz da. Für stehen wir. Der Name ist Programm. Jens, wie gesagt, auch ein ja, Teil von JFD kann man nicht so sagen, aber ein Part of sozusagen dann doch schon, weil wir haben ja unsere Kooperation gepflegt und bin ganz froh, den Jens auch hier mit an Bord begrüßen zu dürfen. Und natürlich, ihr seht es ja hier auf dem Desktop, Morning Meeting gibt es heute nicht. Heute gibt es eher noch was Ausführlicheres und ihr wisst ja, dass der Jens das Open Range Prozedere mit dem DAX so ein Stück weit forciert. Deswegen auch heute jetzt hier dann in guten 10 Minuten wird der Jens dann eigentlich direkt so, wie wir es auch in Kürze oder seit kurzem eigentlich schon machen mit dem DAX Long Short Event, sozusagen mal seine morgendliche Einschätzung direkt geben. Freue mich auf jeden Fall, dass wir das hier direkt mal mitpinnen können und dann eben auch darüber hinaus sozusagen das im weiteren Morgenhandel beobachten werden. Darüber hinaus plan natürlich auch Intraday hier vielleicht das ein oder andere FX-Paar mal zu traden. Das Pfund ist heute schön volatil, müssen wir mal gucken, ob da was geht. Wie gesagt, soll für jeden was dabei sein. Wir werden auch die Big Picture Beschau machen, also sozusagen mal die großen Charts anschauen, wobei ich da bei dem einen oder anderen Chartprogramm gerade einen Bug habe, aber das soll nicht das Problem sein. Wir werden uns dennoch mal über den Tellerrand hinaus begeben und mal schauen, was 2017 so bringt. Ne? Da bin ich auch mal gespannt auf die Meinung von Jens. Du hast ja auch so eine Top-List zusammengestellt, richtig? Ja, richtig. Aber Ah. ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt da tatsächlich gerade eben hier, bin ich parallel noch auf der Suche nach einem Währungspaar. Na, obwohl, nee, hat sich noch nicht so viel verändert. Also ich finde das ganz interessant, was gestern kommuniziert worden ist in Bezug auf Öl, weil ich hatte ja was zu WTI geschrieben und darauf aufbauen auch zum euro-kanadischen Dollar. Und der kanadische Dollar, der ist ja gestern besonders gegen den US-Dollar richtig zerrissen worden. Und ich nichtsdestotrotz glaube, dass die Gedanken noch aktiv sind. Also ich meine, das sind Trades für 2017. Insofern wäre es schon schlimm, wenn jetzt nach einem News-Event da sofort Ende wäre mit dem Gedanken. Da wäre ein bisschen was schiefgelaufen. Ja, aber auf jeden Fall ja, hab ich da so zwei, drei Gedanken, die wir gerne auch hier mal näher diskutieren können. Ja. Ja, den Looney hatte ich auch gestern im Devisenradar-Webinar und das war hier, also du siehst es gerade an dem Chart, wenn wir es direkt mal beurteilen, schräge Trendlinien sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber auch gerade aufgrund des Settles hier um 1,31 war meine Idee, entweder der sackt durch die Rohöllagerbestände jetzt nach unten weg oder er dreht eben direkt nach oben auf, aufgrund dessen, dass ich Öl eigentlich dann ein Stück weit anders gesehen habe. Jetzt müssen wir nochmal direkt den Ölpreis nochmal aufrufen oder pass auf, den rufen wir also am besten hier direkt auf. War es direkt so, dass ich dann hier tatsächlich das Setting auf der Oberseite hatte. Jetzt gehen wir mal hier kurz in den Ölchart rein. Ist auf jeden Fall auch hier wieder ein sehr, sehr interessantes Level allerdings derzeit. Ich denke, das wirst du genauso auf der Pfanne haben beim WTI-Öl. Die Marke von 51,52. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Level. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich meinen gespeicherten Charter mal reinkriege, der jetzt aktuell nicht gekommen ist. Aber soll kein Problem sein. Ich würde den Monitor dann eh gleich an dich geben, aber die Preisaction beim kanadischen Dollar sehr, sehr interessant. Wir sehen es auch hier im großen Wochenchart. Hier auch die Tendenz, na gut, die 1,40 würde ich eigentlich schon gern mal sehen. Ne? Wäre auch gut für uns in Sachen Tanken und dergleichen, wenn es wieder in diese Richtung geht. Ich habe dann zuletzt tatsächlich feststellen müssen, dass sich da wieder was in die verkehrte Richtung bewegt hat. Ja? Insofern bin ich mal gespannt und der ist hier in einem sauberen Aufwärtstrend. Hast du schon mal so eine schöne Untertasse gesehen, Jens? Also Ich trinke normalerweise einen Pott Kaffee, ja, deswegen Untertassen habe ich nicht so.
Okay, du Scherzkeks. Ich finde es noch erstaunlich, sowas zu finden bei einem Währungspaar. Und der Looney ist ja ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich bin jetzt auch nicht der Formationsfreak, aber das war schon eine Geschichte, die sehr langfristig auf der Agenda stand und alle Ziele abgearbeitet. Ja, und der Trend scheint weiter bullisch. Aber wir wollen auch mal sehen, was du zum US-Dollar vielleicht dann sagst im kommenden Jahr. Da habe ich mich gestern beim Devisenradar-Webinar auch schon breit ausgelassen. Bin mal gespannt, ob wir da konfirm gehen oder ob wir da ein Stück weit Diskrepanzen aufweisen. Das werden wir, wie gesagt, diskutieren. Aber ich würde dann sagen, auch im Sinne der Zuschauer, wir haben sicherlich viele DAX-Freunde dabei. Vielleicht mal kurz Feedback, wer von euch hier den DAX gern tradet. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Einfach mal reinhacken, wer von euch sozusagen den DAX hier täglich auf der Pfanne hat und auch sozusagen abspult in seinem Trading. Gleich mal und Feedback geben, jawohl, da kommt es schon rein. Insofern sicherlich interessant, was der Jens hier zum Besten zu geben hat. Deswegen, Jens, ich sag mal, gute 10 Minuten. Bist du soweit bereit? Kann ich den Bildschirm rüberschieben zu dir? Ich bin bereit, ja. Ich müsste jetzt nur gucken, welcher Bildschirm gezeigt wird, aber Das wirst du gleich sehen. Pass mal auf. Hoffentlich der richtige, ansonsten müssen wir das Bild schnell ausblenden. Ne? ja, so schlimm, nein, so schlimm ist es doch nicht. Okay, alright. Dann schauen wir, jetzt müsste es gleich losgehen. Moderator. Organisator Annahme und dann Ah, dürft, perfekt, ja perfekt. genau, Jetzt müsste gleich wieder, müsste dann gleich kannst du auch wieder. den Bildschirm direkt auswählen und dann müsste es auch direkt Ach, okay, warte mal, dann machen wir hier ganz kurz. umsetzbar sein. Sharing Optionen. Genau, dann schauen wir mal, was dann Jens, wie gesagt, So. wer von euch denn Wünsche hat, Jens, während den Bildschirm hier trackst und hackst, kann ja gleich nochmal die Leute ein bisschen da auf Kurs bringen, wenn ihr Wünsche habt, zum Beispiel Tatsächlich kann kurzfristig. ich das erst machen, wenn ich der Moderator bin. Ach so, okay, dann muss ich dich noch Ja, zum Moderator nennen. Mein Fehler, oder nicht Fehler, ich werde es gleich mal ergänzen. Müsste jetzt passieren. Genau, jetzt müsstest du gleich den Bildschirm bekommen können. Klick. So, So müsste ist man es, sehen. da ist er zu sehen. Perfekto. Also nochmal ganz kurz, bevor Jens hier gleich in die Vollen geht, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, ja, oder auch Wünsche zu Aktien, Devisen, was ihr denn heute noch mithaben wollt. Also wie gesagt, unser Programm heute Intraday, zu schauen, was sich hier vielleicht abfangen lässt. Ein Stück weit die Fed auswerten, Blick auf 2017, auch ein bisschen Big Picture-Analysen, aber wer von euch einen speziellen Wunsch hat oder eine Anregung, haltet es euch nicht zurück. Wie gesagt, wir leben auch ein Stück weit von der Interaktivität. Ich freue mich ja, wie gesagt, dass ich das jetzt hier nicht allein mache, sondern immer einen Part habe. In dem Fall auch Jens. Wie gesagt, bin ganz froh, dass er auch jetzt, da sage ich schon wieder, ein Part von JFD, aber es ist mehr oder weniger so. Wir haben eine enge Kooperation und das ist gut so. Deswegen will ich gar nicht mehr der Worte zu viel verlieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß erstmal mit Jens. Ich bin, wie gesagt, auch die ganze Zeit bei, werde auch immer mal zwischendurch befeuern, eure Fragen auch weiterleiten und natürlich auch, wenn es sich ein Setup ergibt, hier natürlich mit einsteigen. Wie gesagt, wir spielen uns die Bälle mehr oder weniger hin und her. Aber jetzt gehört die Bühne dem DAX, der dann gleich in 6 Minuten eröffnet. Der Xetra zumindest, Future läuft ja schon. Und insofern wollen wir mal sehen, was da geht. Also, Jens, ich ziehe mich mal ein Stück zurück vom Standing. Dir gehört die Show. Und dann viel Spaß jetzt dabei. Vielen Dank, das war großartig. Ja, das sollten wir jeden Morgen machen. Ich finde das total toll, was so eingeleitet wird. Total gut. Klar, vielleicht machen wir das auch. Wer weiß, was kommt. Aber auf jeden Fall viel Spaß. Die Uhr tickt ab und die Leute haben den Finger am Abzug, wie es so schön heißt. Muss mal sehen, dass jetzt hier was kommt. Bin gespannt. Okay, bis gleich. Übrigens, ganz kurz, jetzt fällt es mir ein, ich kann das Wort doch noch nicht ganz abgeben. Ich habe, ihr wisst es vielleicht, ich arbeite mit der Fuzzy-Vektorlogik. Das ist so eine statistisch wahrscheinlich künstliche Intelligenz berechnendes Tool, um das jetzt mal ein bisschen komplex zu beschreiben. Da habe ich heute ein bullisches Pattern für den DAX, was ein Hoch bei 11.328 voraussieht. Ja, das ist so eine Art Kristallkugelshow. Ist ein bisschen mystisch, aber das mal am Rande. Wie gesagt, 11.328 ist heute ein prognostiziertes Hoch beim DAX. Ein bullischer Tag sollte es heute werden, der allerdings nach Wochentagsstatistik kein bullischer Tag ist. In den letzten 52 Handelswochen hat der DAX nur mit in 41% der Fälle positiv den Donnerstag beendet. Das mal am Rande der Statistik, Jens. Jetzt bin ich mal gespannt, was von dir kommt, ob du das hoch genauso siehst, beziehungsweise überhaupt. Und insofern Action Jackson. Ich bin total verunsichert jetzt, weil ich hätte nämlich eher gesagt, Short. Das dachte ich mir fast. Also der Donnerstag ist, wie gesagt, ein bärischer Tag, definitiv. Da bist du, hast du recht. Also die letzten 52 Wochen waren wirklich nur 41% positiv. Das ist ein schwacher Wert. Und die Fuzzy-Vektorlogik, die trifft nicht immer zu. Das ist ganz klar. Aber es ist eine statistische Ableitung. Da kann ich nachher noch mal kurz was zu sagen und bin mal gespannt, was kommt. Aber jetzt müssen wir wirklich zu dir geben, sonst verpasst man den Xetra-Start.
Okay, ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Das hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ich habe jetzt hier noch mal ganz kurz das, was wir heute machen, und den Lüsselswärmer. Ich finde den immer unglaublich wichtig. Ja, auch vor dem Hintergrund ja der Entwicklung, die wir jetzt da so rund um die CFD-Branche sehen und dergleichen. Ich denke mal, da müssen wir auf jeden Fall immer ganz, ganz, ganz akkurat sein. Ich habe also die Folie, die ich hier habe, die ich vorbereitet habe, die beinhaltet jetzt im Weiteren dann im Großen und Ganzen auch, wie ich den zum Beispiel den DAX angehe. Bevor wir das hier in der Theorie abarbeiten, beziehungsweise ob wir das überhaupt in der Theorie heute abarbeiten, müssen wir mal ein bisschen absehen, weil ich persönlich finde, die Entwicklung rund um die Fed einfach auch aus fundamentaler Sicht unglaublich spektakulär. Auch hier dieser Lauf im US-Dollar, also um es mal einzuordnen, wo diese Stärke da jetzt uns hingeführt hat. Wir sind jetzt auf die höchsten Stände seit Januar 2003 gelaufen. Also hier der Dollar-Index-Future. Die Kurshistorie reicht nicht ganz so weit zurück. Die gibt es Anfang April 2015. Tatsächlich sind es die höchsten Stände, das kann ich mal kurz hier rüberziehen, seit, das ist ein Chart von Reuters. Das sind die höchsten Stände, wie gesagt, seit Januar 2003. Ja, und aus der Perspektive jetzt mal betrachtet, man sieht ganz klar, dieser Abwärtstrend, der sich dort etabliert hatte, seit Platzen der Dotcom-Blase hier, der ist auf jeden Fall gebrochen, definitiv jetzt gebrochen. Also bis dahin war das hier erst tatsächlich eine Unterbrechung, wenn man das jetzt mal markttechnisch betrachtet. Und dadurch, dass wir jetzt hier höhere Hochs gemacht haben, beginnt sich jetzt hier diese Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs zu etablieren, die diesen Trend definitiv bricht. Und damit ist also aus der Perspektive erstmal für den Dollar sowieso ein bullisches Signal generiert worden. Das, was da gestern seitens der Fed kommuniziert ist, finde ich unglaublich spannend, weil es hawkisch war. Also der eine oder andere hatte bei Twitter das geschrieben, ich habe das genau beobachtet, dass das doch eigentlich nur eine Zinsanhebung war. Ich möchte da widersprechen. Ich sehe da nicht nur eine Zinsanhebung drin. Einerseits, oder zum einen, ganz wichtig, hat die Fed nicht zwei Zinsanhebungen 2017 in Aussicht gestellt, sondern drei. Das ist erstmal schon mal eine Zinsanhebung mehr. Man denkt sich jetzt, gut, also wir machen 25 Basispunkte, von denen wir hier dann sprechen, pro Zinsanhebung den Kohl Fett. Wenn man sich vor Augen führt, dass wir in einem stark gehebelten Marktumfeld weiterhin unterwegs sind, dann denke ich das schon. Plus, es muss nicht bei diesen drei bleiben, es können sogar mehr werden. Und das konnte man gestern auch hören. Ich meine, die Medien, die haben es natürlich liebstens aufgegriffen. Für die war es ja ein Affront, wie sich Janet Yellen da im Zusammenhang mit Trump geäußert hat und dergleichen. Da haben da wieder viel reininterpretiert. Ich fand das jetzt gar nicht so hart, was da formuliert worden ist. Das war absolut fair, was Yellen gesagt hat. Was aber nichtsdestotrotz herausstechend war, war die Tatsache, dass wir hier seitens Yellen eine Kommunikation gehört haben, die von Überraschung sprach bezüglich des fiskalpolitischen Programmes, welches Trump mit seinem America Great Again eventuell auf den Weg bringt. Und das war schon ein ziemliches Statement, was man nicht unterschätzen sollte. Denn Yellen sagte, eigentlich ist aus Sicht der Fed, ausgehend von der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen, Arbeitslosenquote für November zum Beispiel, das ist Anfang Februar ausgegeben worden mit 4,6%, sind fiskalpolitische Stimuli keine so große Sache eigentlich, Ihrer Meinung nach, weil es läuft ja wirtschaftlich oder konjunkturtechnisch in den USA. Auch da ist es so, ich habe immer sehr ketzerisch schon fast gesagt, man sollte nicht zwischen den Zeilen schauen, was die Arbeitsmarktzahlen der USA hier zutage gefördert haben, wo die Jobs geschaffen worden sind. Ein Fakt ist ja einfach mal, dass dort, wenn das wirklich qualitativ hochwertige Jobs wären, oder qualitativ hochwertig setze ich jetzt mal gleich, mit Jobs wären, die auch wirklich einen Lohn abwerfen, der zu einem Lebensstandard führt, der wirklich dann auch, um es mit der Trumpschen Rhetorik zu halten, great ist, da muss man schon widersprechen. Die Jobs, die wurden größtenteils im Niedriglohnbereich geschaffen. Wir haben Bartender gehabt, wir haben also Aushilfskräfte und dergleichen. Das konnte man auch tatsächlich dann an direkten Zahlen sehen. Zero Hedge ist da immer sehr, sehr skeptisch und kritisch unterwegs, die Webseite, und hat das sehr, sehr schön aber ausgearbeitet. Vollzeitstellen sind größtenteils abgebaut worden, Teilzeitstellen aufgebaut worden. Und das ist nämlich dann genau der Punkt an dieser Stelle, wo es dann interessant wird, weswegen vielleicht doch fiskalpolitische Stimuli interessant werden. Jetzt kommt es aber. Und das ist das, was eben im Zusammenhang mit dem US-Dollar so wichtig ist. Das, was da spannend wird, ist nämlich die Tatsache, dass ein
Anziehen dieser fiskalpolitischen Stimuli oder einen auf den Weg bringen sofort dazu führen kann, dass die Wirtschaft dann überhitzt und die Fed gezwungen ist, schneller und zügiger an der Zinsschraube zu drehen. Und das ist etwas, was dort gestern zwischen den Zeilen ganz klar mitkommuniziert worden ist, weswegen übrigens in meinen Augen auch ganz besonders Euro auf neue Jahrestiefs und jetzt auch auf die tiefsten Stände vielleicht seit 2015, Anfang 2015 fällt und auch darunter, warum Euro so stark unter Druck geraten ist und auch warum der Dollar zum japanischen Yen auf der Oberseite derart explodiert ist. Darauf können wir dann, wie gesagt, gleich noch ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen. Jetzt gucken wir uns gerade erstmal hier die Markteröffnung an. Man sieht übrigens hier, ich bin den Euro-US-Dollar ganz offensichtlich short. Ja, das heißt also, ich habe den mit dem Break auf Neujahrestiefs, wie auch in diversen Morning-Meetings hier kommuniziert, habe ich den geschortet. Das ist übrigens ein Live-Konto. Also das ist ein reales Konto. Die Position ist nicht riesig. Den Stop, den ich hier habe für den Euro-US-Dollar, den habe ich oberhalb der EZB-Übertreibungshochs. Das sieht man im Daily noch ein bisschen besser hier. Das ist in meinen Augen das letzte relative Hoch, welches sich mit Bruch auf diese Tiefs eben dann ausbildet. Ich bin auch ganz bewusst erst hier den Break-Short gegangen. Es ist nicht so, dass ich hier Schwierigkeiten gehabt hätte, das zu antizipieren oder dergleichen. Nur die Tatsache, und dann, wenn wir den mal richtig zusammenstochen, sieht man das, dass wir uns hier sehr lange in einer Range bewegt haben, hat mich davon abgehalten, hier tatsächlich einen Break zu versuchen zu antizipieren. Und ich antizipiere im erweiterten Sinne schon, wenn man sich überlegt, dass ich ja nicht direkt auf den Tiefs hier shorte, sondern wäre ich jetzt tatsächlich noch gar nicht positioniert. Ich denke, dass wir mit Rutsch unter die 2015er Tiefs, dass wir dort eben tatsächlich auch nochmal Potenzial auf der Unterseite haben. Es gibt tatsächlich jetzt den einen oder anderen, der sagt, dass wir vielleicht dieses Jahr noch die Parität zu sehen bekommen. Das sehe ich jetzt so noch nicht. Also so bearish für den Euro bin ich dann tatsächlich nicht. Aber ich glaube, dass da ein erstes Signal gesetzt wird, wenn wir unter die 2015er Jahrestiefs verkauft werden. Ein Impuls kann es heute tatsächlich auch noch geben, nämlich mit den Inflationszahlen um 14.30 Uhr. Auch nicht zu unterschätzen. Nicht annähernd so volatil wird sein wie rund um die Fed, aber zumindest mal ist es so, dass das nochmal einen Nachbrenner liefern kann, wenn die Zahlen hier einen Abtick produzieren. Das heißt also höher als erwartet reinkommen. Aber auch dazu kommen wir dann später nochmal zu sprechen, also für diejenigen, die sich gerade fragen, warum tickt da unten was, das ist eine Short-Position im US-Dollar. Ich bin jetzt mal hier für den DAX gerade willens, entsprechend eine Open-Range auszuzeichnen. Wir machen jetzt mal das DAX-Long- oder Short-Szenario, so wie ich das normalerweise jetzt tatsächlich genau jetzt beginnen würde, am heutigen Tag. Das machen wir jetzt mal an dieser Stelle. Wir müssen bis 9.05 Uhr warten, deswegen haben wir, also bis die Open Range dann teils so steht, wie ich sie benötige, haben wir also noch 2 Minuten Zeit, uns das Bild anzuschauen. Bullischer Break auf Tagesbasis. Wir analysieren jetzt die einzelnen Tagesebenen, um auch zu sehen, wie diese ineinander greifen. Den haben wir klar zu sehen bekommen. Markierung neuer Jahreshochs. Der Markt ist nach oben weggelaufen. Dow Jones im Übrigen ist Richtung 20.000 gelaufen. Vielleicht bietet es sich an, den Dow Jones dann allerdings später uns zu betrachten. Ab 14.15 Uhr, glaube ich, gehen wir nochmal live. Nee, 14.45 Uhr. Entschuldigung, 14.45 Uhr gehen wir nochmal live. Und dann mit dem US-Markt. Richtig? 14.15 Uhr. Also vor den News sind wir schon. Vor den News sind wir dann schon dabei. Also das heißt, da können wir im Vorfeld ein bisschen gucken und dann uns die Volatilität direkt sozusagen am Schirm näher bringen lassen. Okay, perfekt. Aber auf jeden Fall US-Markt, da wird der Fokus drauf liegen. Dann würde ich nämlich den Dow aktuell einfach mal so ein bisschen aussparen. Ja, und wie gesagt, dann hauptsächlich jetzt den DAX eben betrachten, also Break auf neue Jahreshochs ganz offensichtlich erfolgt, damit ist ein bullischer Break erfolgt. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt definitiv sehr weit gelaufen in meinen Augen und früher oder später gehe ich davon aus, dass es zu einem Rücksetzer kommt. Das nochmal, was besonders ist aktuell, ist die Tatsache, wir laufen hier in den Jahresschluss hinein. Ich persönlich denke, selbst wenn es einen kurzen Rücksetzer gibt, wird der nicht apokalyptisch ausfallen, sondern eher den Markt eben in Richtung 11.000 vielleicht kurz drücken, aber da sollten vielleicht schon wieder neue Käufer reinkommen, vielleicht auch schon im Bereich um ungefähr 11.050 bis 11.080 Punkte. Das habe ich hier auf der Stunde noch ein bisschen klarer. Wo haben wir es denn? Da. Und zwar dieser Bereich ist das dann ungefähr, ja, hier diese Region um alte Hochs, nicht hoch signifikant, aber eventuell doch als Orientierung ganz gut. Das bedeutet auch etwas anders. Ich persönlich bin auch nach oben ein bisschen skeptisch. Also selbst wenn wir das Bild jetzt bullisch zeichnen, das finde ich ganz interessant übrigens, das, wo ich tatsächlich mir das vorstellen könnte, dass diese ich nenne sie jetzt mal Fuzzi-Logik, tatsächlich vielleicht gar nicht so verkehrt liegt, ist folgendes. Die Frage, die ich mir natürlich auch immer stellen würde, ist, wenn ich mich jetzt short positionieren wollte, und das Bild nochmal, also ich möchte dazu ganz kurz hier eine Grafik zeigen, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, ja, das sind diese Top-Trades-Geschichte,
Und ich scroll mal hier ein bisschen runter. Ich habe die schon häufiger gezeigt. Das ist von der Webseite advisorperspective.com oder perspectives.com. Die zeigt eben die sogenannte Margin Debt. Und das, was Sie hier sehen können, ist, dass durch den expansiven Kurs der EZB der Markt einfach massiv auf Fremdkapitalbasis nach oben gepumpt wurde. Im Großen und Ganzen kann man einfach sagen. Das sind riesen Aktienrückkaufprogramme und dergleichen gelaufen, mit Rekordständen, die da markiert worden sind. Also die Nachhaltigkeit oder fundamentale Nachhaltigkeit ist wirklich in Frage zu stellen, ob das nicht nur eine Assetpreisblase ist, die man da eben provoziert. Und was man eben sieht, ist, dass hier dieser Hebeleinsatz, also Margin Debt bedeutet, ja auf Hebelbasis aufgebaut, dass der einfach im Bereich seiner absoluten Rekordstände notiert, seit Beginn der Aufzeichnung. Und das ist etwas, was natürlich in einem Umfeld, wo dann Zinsen schärfer anziehen, ein Riesenproblem werden kann, denn dann setzt ein sogenanntes Deleveraging ein. Es kann auch sein, dass das zu Beginn des kommenden Jahres einsetzt, bedeutet also etwas anders formuliert, dass man jetzt derzeit in den Jahresschluss den Markt erstmal noch stützt und versucht sich zu positionieren, aber dann zu Beginn des kommenden Jahres einfach mal diese Stützungskäufe versiegen und dann der Markt ganz natürlich vielleicht kurzzeitig mal Luft holt, besonders der Dow Jones, was natürlich dann entsprechend auch Auswirkungen auf die europäischen Aktienmärkte haben dürfte. Und das ist etwas, wo man aber kurzfristig sagen könnte, wo sich dann beginnt jetzt eventuell schon so eine erste Tendenz zu etablieren, dass man vielleicht kurzzeitig mal Durchschnaufen eben auch im DAX dann favorisiert. Was dann anders bedeutet, jetzt haben wir die Open Range eben auch stehen, was dann eben etwas anders bedeutet, dass man natürlich dann gute Level in Anführungsstrichen, also Level versucht eben zu finden, welche sich für Shorts eignen und wo findet man die besser als eben hier im Bereich der Hochs. Also wenn diese Fuzzy-Logik zum Beispiel den Höchstkurs jetzt bei 11.328 sieht, sieht die wahrscheinlich einen kurzen Spike mal über diese Hochs. Das ist ein Herausnehmen der alten Hochs. Das wäre ein Bereich, wo vielleicht dann auch schon der nächste Kaufschwall reinkäme. Diejenigen, welche Marktteilnehmer eben kaufen würden, die neue Hochs sehen und dann einen Lauf in Richtung 11.400, beziehungsweise diejenigen, welchen, die wie ich zum Beispiel eher skeptisch sind. Ich bin noch nicht positioniert, aber es gibt eventuell oder wahrscheinlich sogar Leute, die positioniert sind. Das können wir übrigens dann auch sehen, wenn wir uns jetzt mal hier zum Beispiel den Retail-Bereich angucken. Ich mache auch mal hier parallel kurz die Euwax auf. So, dann können wir mal ganz kurz schauen. Wäre jetzt wenig überraschend, wobei man ein bisschen warten muss, glaube ich, bis sie das updaten. Ich glaube, die setzen erst ab 9 Uhr für den Intraday-Handel ein. Aber auf Monats- und auf 3-Monats-Sicht kann man sich das auch mal betrachten. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen uns gedulden, aber hier die Monatssicht. Oh, das ist natürlich super interessant. Da sind wir jetzt in den Long-Bereich rüber geswitcht. Und das, obwohl der Markt hier höhere Hochs markiert. Das ist wieder so ein klassisches Indiz dafür, dass da wahrscheinlich Margin Calls einsetzen. Oder etwas anders. Das ist etwas, was normalerweise anders läuft. Wie soll ich... Also das bedeutet etwas anders, dass hier in diesem Zusammenhang ein Top vielleicht vorausgesetzt werden könnte. Normalerweise erwartet man nicht, dass in einem prozyklischen Marktumfeld Retail-Trader, Privatanleger sich prozyklisch positionieren. Das hat besonders mentale Gründe, also Verlustaversion, Verzeihung, ist es eben. Und ja, das bedeutet also in diesem Zusammenhang, das ist vielleicht ein erstes Indiz, dass sich hier eine Divergenz abzeichnet. Ja? Auf 3-Monats-Sicht sieht man, da ist das noch nicht derart ausgeprägt. Was man hier aber erkennen kann, ist eben diese Short-Positionierung, von der ich gerade sprach. Also das auf 1-Monats-Sicht, das ist schon mal sehr, sehr interessant hier, dass das in den Netto-Long-Bereich zieht, denn das würdest du nicht erwarten in diesem steigenden Marktumfeld, eben weil sich Retail-Trader primär antizyklisch positionieren, aus Gründen der Verlustaversion. Auf 3-Monats-Sicht sieht man eben, wie gesagt, diese Netto-Short-Positionierung und hier sieht man auch auf Jahressicht, dass dieses Abkippen wieder stattfindet, ja, in diesem Bereich tatsächlich, in den Netto-Short-Bereich. Auch da gab es kurzzeitig mal hier, wahrscheinlich dann mit dem Break, einsetzende Margin Calls und dergleichen. Das ist aber verstärkt dann worden eben tatsächlich hier diese Short-Positionierung und ist auch in den Netto-Short-Bereich gelaufen, als wir eben entsprechend hier dann jetzt eben auf die 11.000 bzw. darüber gelaufen sind. Und das zusammengefügt bedeutet also alles in allem, man kann daraus vielleicht den Schluss ziehen, dass da oben dann tatsächlich die Möglichkeit besteht, sich attraktiv short zu positionieren. Also das bedeutet, dass da oben auch Verkäufer reinkommen, Käufer reinkommen nochmal, Leute, die den Break direkt nach oben handeln, beziehungsweise Leute, die ausgestoppt werden aus Short-Positionen und diesen Käufern müssen Verkäufer entgegenstehen. Das heißt also, es könnte dann durchaus sein, dass genau diese Verkäufer in diesem Bereich dann tatsächlich auftreten. Deswegen
dann in diesem Zusammenhang jetzt, das relativ spannend ist in meinen Augen, auch sich mal genau zu betrachten, ob da vielleicht genau so ein Spike stattfindet, ob solch ein nachhaltiger Bruch erfolgt und dass man dann eben versucht, hier in solch einen Spike tatsächlich sich short zu positionieren. Ich habe es aber schon in meiner Tagesanalyse geschrieben. Ich persönlich bin nicht wirklich willens, hier reinzuhalten. Ja, also bedeutet, ich bin jetzt nicht willens, hier zu sagen, ich positioniere mich mal mit einem Sell-Limit auf 11.330 und hoffe mal, dass das irgendwie schon werden wird, sondern was ich jetzt gerne abwarten wollen würde, ist Folgendes. Ich mache mal kurz hier das Snipping-Tool drauf. Was ich gerne abwarten möchte, und diese Geduld zahlt sich auch aus, denn das Marktumfeld aktuell ist zumindest für mich, und das sehe ich ja dann zum Beispiel an den Trades, die ich dokumentiere, im Trading Journal und dergleichen, ist eben derzeit in Anführungsstrichen schwierig. Also eigentlich wäre es relativ leicht, muss da nur Long gehen, wird jetzt der eine oder andere vielleicht sagen. So meine ich das nicht, sondern mit meinem Handelsansatz korrespondierend. Das ist ja genau das, was du brauchst. Eine klare Strategie, die eben reproduzierbar ist und dir dann ein profitables Ergebnis eben generiert. Andernfalls wird es im Trading relativ schwer. Das ist wie der Businessplan im Großen und Ganzen. Und das ist eben genau das Problem, was ich derzeit gerade habe. Es wird dann auch gleich nochmal aus diesen Folien vielleicht klar, was ich damit meine. Also was ich gerne sehen wollen würde, wäre dann so etwas hier, dass der Markt wirklich diesen Spike vielleicht produziert, dass wir hier über diese Hochs gehen. Ich gucke mal, dass ich das möglichst gerade hinbekomme. So, ja, dass wir dann kurz über dieses Niveau gehen und wenn der Markt dann hier anfängt, Schwierigkeiten zu bekommen, dass wir dann anfangen, vielleicht hier eine erste Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs zu etablieren, die man dann versuchen könnte, aggressiv zu shorten. Also das wäre dann hier, dass man versuchen würde, den Markt da zu shorten und mit dem Stop oberhalb der Tageshochs zu arbeiten. Das kann sogar tatsächlich ein super attraktives Szenario dann werden, das sich auch im Laufe des Tages etablieren kann. Denn jetzt wird es eben spannend mit den News, die normalerweise in letzter Zeit, in jüngeren Vergangenheit größtenteils ignoriert worden sind. Ab 14.30 Uhr, einfach weil der Haupttreiber die FED war oder den generellen Notenbanken waren und dergleichen und Spekulationen wie weitere geldpolitische Stimuli und dergleichen ausschauen, dann ist es eben so, dass um 14.30 Uhr mit den Inflationszahlen da vielleicht das ganz interessant wird, denn da hätten wir dann einen Treiber, der mit solch einem Abtick tatsächlich eine Abwärtsbewegung auf den Weg bringen könnte. Also um es anders zu formulieren, wir könnten jetzt wieder so in ein Umfeld reinlaufen, wo Good News, Bad News werden. Also das bedeutet, gute Nachrichten, die eigentlich auf eine solide konjunkturelle Entwicklung eben hindeuten, dass diese dann eben zunächst einmal derart interpretiert werden, dass man sagt, das bedeutet jetzt aber eben auch, dass wir seitens der FED schneller, zügiger Zinsanhebungen zu sehen bekommen, dass die Spekulation rund um fiskalpolitische Stimuli in den USA ganz besonders, beziehungsweise dass eben bereits auf den Weg gebrachte Stimuli dann ab dem 20. Januar, ab der Vereidigung von Trump im Amt, dass dann eben solche sich positiv auf die Wirtschaft auswirken und dass das die FED zwingt, aggressiver Zinsen anzuheben. Und dann, wie gesagt, der Rückschluss auf diese Grafik hier. Wir haben ein sehr, sehr massiv auf Fremdkapitalbasis finanziertes Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, bedeutet etwas anders. Das Risiko eines einsetzenden Deleveragings ist enorm hoch. Und das bedeutet dann, dass eben auch scharfe Rücksetzer eben einkalkuliert werden sollten. Das heißt, gute News könnten dann eben entsprechend schlecht auch durchschlagen. So, das also zum DAX. Wie gesagt, derzeit, ich bin noch willens, mich eben entsprechend geduldig zu zeigen. Hier, kurz noch weg, fange ich mal kurz hoch. So, also das ist jetzt die Open Range. Moment, nicht ganz. Das Tief ist dort. So, das ist 11.258 und nach oben ist es die 11.287. Übrigens an der Stelle, das wird vielleicht schon aufgefallen sein, ich habe hier eine Deutsche Bank-Indikation. Das hat den Grund, weil ich hier da nicht diesen Übernachthandel eingeblendet sehe. Also ich sehe auch hier noch 200 Stunden vorher eingeblendet. Irritiert mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Manchmal ist es vielleicht sogar dann besser, hier den Index-Future zu nehmen, den DAX. Das ist eine Indikation auf den Future-Kurs, weil für mich eben nur dieser Handel relevant ist. Also das bedeutet ab 8 Uhr von 8 bis 22 Uhr. Das ist die Handelsspanne, die für mich eben entsprechend eine Rolle spielt. Und man sieht, das Bild sieht dann schon ein bisschen anders aus, auch im Zusammenhang zum Beispiel mit der Nutzung von Indikatoren, die jetzt in meinem Fall nicht so die Riesensache sind, aber zumindest mal, wie gesagt, das ist halt bei einer 24-Stunden-Indikation, wie hier zum Beispiel, ein Problem. Du hast halt hier den ganzen Übernachthandel eben entsprechend drin und dadurch verzerrt das charttechnische Bild so ein bisschen. Und deswegen nehme ich immer diese Indikation
wie gesagt, entweder von der Deutschen Bank oder noch viel lieber halt direkt vom, von der Indikation auf den DAX Future, der eben von 8 bis 22 Uhr aufgesetzt wird. Wobei, und das wird Chris wahrscheinlich bestätigen können, zeitnah ja angedacht ist, auch einen 8 bis 22 Uhr DAX bei JFD einzuführen, richtig? Genau, Jens. Du kannst aber bei Guidance auf jeden Fall auch den Xetra DAX einstellen, so viel ich weiß. Aber du hast recht, wenn du die Future-Zeiten handeln willst. Und ja, das ist in der Pipeline. Haben wir auch schon länger mal in der Besprechung gehabt, dass wir den Xetra DAX auch mit reinnehmen, damit man eben hier die, ja, die Future-Indikation sozusagen übernehmen kann. Ich habe noch zwei, drei Punkte im Chat vielleicht, Jens, während du den Markt nicht aus den Augen verlierst. Im Übrigen Euro, US-Dollar habe ich auch gestern im Devisenradar Short gesehen, Parität, ich sag mal, jeder rechnet damit und ich meine auch, es ist unvermeidbar. Schöner Einstieg deinerseits. Die 1,085 hätte man auch schon schön shorten können. Das war allerdings zum Fed-Event eben mit einem kleinen Spike nach oben in diese Richtung. Aber der Weg nach unten ist geebnet, wobei ich ja da auch spekulativ meine, so richtig tief unter die Parität würde er meines Erachtens nicht gehen. Da werden wir wahrscheinlich eine Überraschung auf der Oberseite sehen. In 2,17 glaube ich, auch wenn es dann erst zum Ende hin passiert. Die fundamentalen Gründe kann ich mir jetzt noch nicht herleiten, aber technisch ist das so meine Vermutung. Was wir noch haben, ist der Punkt... Günther, ich bin nicht bei Jens im Büro, ne? Das wäre... Ich wollte gerade antworten, aber er braucht sich keine Sorgen machen. Ich habe die Tasse Kaffee vor mir stehen. Meine Frau hat sich um mich gekümmert. Genau, also ein Teilnehmer hat hier gefragt, ob ich den Jens einen Kaffee bringen könnte, wenn ich dann im Büro bin, weil Jens gibt ja eben Vollgas. Aber wir sind hier, weiß ich nicht, Luftlinie, was sind das, 600, 700 Kilometer? Sind wir hier auseinander? Ist auf jeden Fall im Norden der... Also, ja, ja. Geht schon schnell mit einem Hubschrauber oder eben einem Privatjet, hast du recht. Kein Thema. Aber ansonsten so von den Fragen, die siehst du ja auch, Jens, ne? Von wegen hier, ja. Break des Tiefs des Euros, zwei Jahrestiefs abwarten. Ja, wenn die 1,046 knallt nach unten, also die 460 Pips bis zur Parität, glaube ich, nimmt er dann recht schnell. Also ich glaube, wie gesagt, das ist dann wirklich ein sehr, sehr dynamischer Prozess beim Euro. Und ja, also, ich denke. Ganz kurz, also rein technisch betrachtet, ich habe das auch schon häufiger gehört übrigens, auch was du gerade sagtest, dass man gar nicht so sehr glaubt, dass der Euro so stark unter die Parität fällt. Mhm. Aber jetzt mal rein technisch würde ich sagen, ist das, glaube ich, schon eine sehr ernstzunehmende Option, wenn man sich überlegt, wir haben nach einem scharfen Abwärtsimpuls hier seit 2014, Mitte 2014, mhm, eine Konsolidierung zu sehen bekommen, mhm, ja, diese Range. Und wenn du die einfach nach unten aufklappst, als simple Kursprojektion, dann landest du in einem Bereich, der, glaube ich, legitim angelaufen werden könnte, so um 95. Plus, ich würde auch sagen, die Parallelen zum dollar-japanischen Yen, die sind enorm. Also jetzt, wenn man ihn auf den Kopf stellt. Mhm. Und zwar, wenn man jetzt mal den Chart richtig stark zusammenstaucht und sich anschaut, wann die EZB, Entschuldigung, die BOJ damals mit Abenomics begonnen hat. Mhm. Es gab ja hier damals Ende 2012 die, genau, Wahl von Shinzo Abe. Da kam die Spekulation, es gab eine massive Abwertung im Dollar-Yen, schon, beziehungsweise im Yen generell, im Dollar-Yen-Aufwertung. Der Markt konsolidierte, das war damals noch ein Marktumfeld, wo ich sage, das war noch Volatilität. Ja, da gab es im Mai noch einen schönen Crash und so. Und dann kam was ganz Interessantes. Dann hat der Markt eine ganze Weile konsolidiert und es hat, ich weiß gar nicht, wie lange gedauert. Also ich würde mal sagen, hier, ja, können wir schon sagen, diese mega unattraktive Handelszeit in 2014, wo nichts passiert war. Und man sah aber schon noch hier, dieser kurze Drift dann auf neue Hochs, das könnte jetzt dieser Break sein. Vielleicht sehen wir gar nicht so einen nachhaltigen Bruch. Es dauert seine Zeit, bis sich das etabliert, aber früher oder später kam dann eben diese scharfe Abwertung nochmal im japanischen Yen, die sich anschloss, als man nämlich seitens der BOJ nochmal nachlegte. Also ich meine, politisch ist das jetzt nicht vergleichbar, Japan und Europa, aber ich glaube mit dem, oder vor dem Hintergrund der diversen Wahlen in 2017, die wir in Europa haben, also Italien, dann die Kernländer, Frankreich, Italien, Deutschland, wir haben noch in den Niederlanden haben wir noch eine Wahl. Ich, vor diesem Hintergrund auch sehe ich gar nicht, dass die EZB so eine Möglichkeit hat, da aufs Gaspedal, Entschuldigung, auf die Bremse zu treten. Einfach deswegen, weil das Problem einfach besteht, dass dort mit im Versiegen der Liquidität, dass dort einfach schnellzügig sich eben Turbulenzen abzeichnen, dann auch in konjunktureller wirtschaftlicher Hinsicht, also an den Bondmärkten ganz besonders in Italien zum Beispiel, was natürlich dann national denkenden, populistischen Kräften sehr in die Hände spielen könnte und was enorme Unruhe auch in den Euro-Raum reinbringen könnte, würde in meiner Ansicht. Und deswegen wäre ich da tatsächlich für den Euro zumindest mal
eher noch willens, sogar tiefere Kurse als die Parität zu sehen. Das ist definitiv berechtigt, Jens. Ich bin da auch ein Stück weit mystisch angehaucht und glaube auch, also mystisch dahingehend, ich hatte vor längerer Zeit da, oder besser gesagt, der Chart selber, den gibt es schon seit circa einem Jahr. Ich weiß nicht, ob du die Harmony Pattern kennst. Das ist so eine gewisse mystische Fibonacci-Ableitung, die sich anhand von schon vor über 100 Jahren entwickelten Kursmustern sozusagen ableiten lässt. Und das ist definitiv, oder die Muster selber sind definitiv konträre Muster, also Countertrendmuster, die praktisch immer in eine bestehende Trendbewegung Umkehrimpulse sozusagen aufzeigen. Und genau so ein Ding habe ich auf Monatsbasis beim Euro-US-Dollar seit über einem Jahr. Und das visiert sozusagen die Parität plus minus 200-300 Pips raus, aber ab dem Zeitpunkt wird es einen Rebound geben, der Richtung 1,20, 1,30 geht. Also das ist jetzt mal wirklich orakelt, aber ich bin versucht, wenn da wirklich auf größerer Basis Umkehrstäbe kommen, beziehungsweise der Druck nach unten nachlässt, weil ich auch glaube, dass wenn der Euro US-Dollar die Parität hat, werden sie alle auf den Euro einprügeln und den Euro dem Untergang nahestellen und genau dann ist der Zeitpunkt nahe, wo das Ding eben drehen wird, in meinen Augen. Also Aber erst wenn die Bild darüber berichtet, erst wenn die Bild es schreibt, und dann bin ich auch vielleicht cool. kommt das sogar. Also ich muss wirklich sagen, wenn die Parität da ist, ich glaube, das zieht sich dann tatsächlich in die Tagesschau, nicht nur zu den Börsennachrichten, sondern das ist, glaube ich, schon was, wo viel drüber geredet wird und dann wird der Euro wirklich totgesagt nach dem Motto, jetzt ist es so weit, dass der Euro wirklich weniger wert wird und als der Dollar und hin und her. Und ich glaube, das wird doch ein Stück, hier habe ich ja gerade Verbalerotiker stehen beim Paul hier in Sachen Draghi, was er so vom Kurs immer lässt oder so, immer so abschießt, was da kommen soll. Ich glaube, da werden viele Verbalerotiker, schönes Wort im Übrigen, richtig Gas geben in die Richtung. Und ich glaube aber wirklich, das Muster, ich kann das nachher nochmal auf den Schirm bringen, wie gesagt, das ist schon nicht von ungefähr. Und natürlich stellt man sich da aktuell gegen den Abwärtstrend. Und ich glaube auch, dass der unter die Parität dippt. Der wird da nicht genau drehen. Aber ich denke, die 0,95 sehe ich als maximalen Tiefpunkt. Gerade mit deiner Projektion vorhin oder im Chart selber auf jeden Fall ein sehr gutes Ziellevel. Ob das erreicht wird, das müssen wir mal sehen. Aber in die Richtung wird er, denke ich mal, laufen. Der wird auf jeden Fall unter die Parität sacken. Aber ich glaube, wie gesagt, der Zeitpunkt dann für einen Rebound, einen Wo war das überraschenden, Buch? ist sehr Was nah. hast du gesehen? 11,3? Ach ja, das ist übrigens ganz interessant. Da habe ich vorhin auch noch mal drüber schmunzeln müssen. 11.328 ist das technische Hoch der FTSE-Logik. Und ja, wenn wir jetzt kein neues Hoch machen. Und das hast du ja vorhin auch schön skizziert, nach dem Motto, wenn er da jetzt hochläuft und so ein bisschen toppt, tiefere Hochs, tiefere Tiefs ausbildet, dass man dann theoretisch mit engem Stopp da auch auf eine Gegenbewegung setzen könnte. Die FTSE-Logik sieht heute den Close bei 11.304 heraus übrigens. Das kann ich auch schon mal orakeln. Auch das sieht sie schon. Das ist dann ungefähr hier. Es ist kurios, ja, exakt. Das ist exakt der Punkt. Aber wie gesagt, ohne Gewehr, meine lieben Leute, gell, das ist, ich muss gleich dazu sagen, das Pattern selber hatte in den letzten 17 Jahren, ist genau das Muster. Also man muss jetzt, um das mal kurz zu erklären, das ist praktisch eine Art künstliche Intelligenz, die Kursmuster anhand von Barcharts ermittelt. Also da geht es jetzt nicht darum, irgendwie eine Hammerformation oder ein Morningstar oder irgendwelche Candlestick-Pattern zu analysieren, sondern es werden Kursmuster hoch-tief, Close und Opening mit Blick auf die letzten 17 Jahre analysiert und wenn da Wiederholungseffekte kommen, dann wird das statistisch ausgewertet und jetzt kommt's, in den letzten 17 Jahren trat das Pattern eben auf, was 213 Mal, also es tauchte 213 Mal auf, in 64,8% der Fälle, das heißt natürlich auch nicht, dass es ein 100%-Ding ist, aber in 64,8% der Fälle eben hier zu einem Tagesgewinn von 0,53% führte und das ist im Prinzip schon mal eine Ansage, ne? Aber wir werden mal sehen, wie es kommt. Das ist schon ein krasser Typ, ey. Das ist echt schon krass. Ja, da kann ich nichts für, aber mit der Software arbeite ich schon seit 3 Jahren oder so. Gibt es auch für den Forex-Markt, wie gesagt, und es ist eine Indikation, ja. Es gibt auch Tage, da wird der DAX bullisch prognostiziert und eröffnet mit einem dicken Down-Gap und macht mega Tiefs. Und wie gesagt, eine 100%-Quote gibt es auch nicht. Wobei, ich habe auch schon Pattern gehabt, die tatsächlich, die waren dann aber in ihrer Häufigkeit nicht wie beim DAX jetzt 213 Erscheinungen, sondern die waren dann in ihrer Häufigkeit bei 7 oder 8 Mal, aber dann tatsächlich 100%ige Quote, die sich natürlich im Laufe der Wiederholung dann irgendwann verwässert, aber auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Jetzt laufen wir ja auf die 11.328 zu, 330. Wollen mal sehen, was passiert. Jens, aber ich wollte nicht das Mikro oder das Heftpflaster aus der Hand nehmen. Insofern Action. Also ganz genau, wenn sich das jetzt irren sollte und das ist nicht punktgenau das Hoch, dann sehe ich übrigens als potenzielles Hoch hier die Region um 11.400. Absolut. So, Ja, also das absolut. heißt, ich glaube, das ist dann auch legitim. Ja, und darüber, ja, dann nimmst du einfach die weiteren Hochs, 650, 700, darüber ist es dann die 11, 800, Acht, ja. 830 so ungefähr. Genau.
Ich muss allerdings sagen, ich habe wirklich arge Schwierigkeiten derzeit, hier dann nochmal einen Lauf zu sehen, der uns in Richtung erstmal Allzeithoch befördert. Also, denn das, was ich ganz interessant finde, ist, okay, die Kursstruktur, die reicht jetzt hier nicht aus, aber auch das könnte man jetzt natürlich jetzt mal betrachten, wenn man, oder die Woche können wir uns auch mal betrachten. Also, was ich in diesem Zusammenhang halt ganz interessant finde, ist, der Ausschnitt reicht eigentlich schon. Diese Sequenz hier, mit fallenden Hochs, fallenden, also die wird erst gebrochen über 11,4. Das bedeutet also, was wir jetzt hier gerade zu sehen bekommen, ist eventuell sowas, was man als Vollregression bezeichnen könnte. Also das jetzt mal ganz, ganz übergeordnet betrachtet. Also ich rede jetzt hier nicht davon, dass wir da in der Zwischenzeit nicht hätten uns long positionieren können. Das muss man natürlich auch immer in den jeweiligen Zeitebenen sehen, die man tradet und dergleichen. Aber Fakt ist, wenn man das jetzt mal rein technisch betrachtet, ist das eigentlich bis hierhin noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Also erst wenn wir über L4 gehen, wäre tatsächlich dort diese Abwärtssequenz hier gebrochen. Und dann könnte man sagen, okay, das bedeutet jetzt auch sicherlich weiteres Potenzial, das könnte uns dann auch vielleicht früher oder später auf neue Allzeithochs führen, wobei man natürlich sich die Frage stellen muss, auch das braucht eigentlich einen fundamentalen Treiber und den sehe ich tatsächlich nach der EZB letzte Woche nicht. Denn dafür hat die EZB einfach zu wenig geliefert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht davon, dass der DAX da sowieso so positiv darauf reagiert hat. Das will ich auch ganz ehrlich sagen. Jetzt sagt der eine oder andere, wieso, die habt eine halbe Milliarde, nee, Entschuldigung, eine halbe Billion mehr geliefert an Liquidität in Aussicht gestellt. Das ist auch absolut richtig, aber eben mit einem reduzierten Aufkaufvolumen. Und das ist ein in Anführungsstrichen versteckter Taper. Es ist kein direkter Taper. Aber wenn man jetzt sagt, dass man hier das unterteilt, also das lassen die ja fließen, ineinander übergehen, wenn man jetzt sagt, die haben eigentlich das QE-Programm dann auslaufen lassen, in der ursprünglichen Form, oder lassen es auslaufen im März 2017 und legen ein neues QE sofort im Anschluss auf, mit allerdings reduziertem Aufkaufvolumen, dann ist das einfach ein Taper, auch wenn auf dem Papier die Bilanzsumme weiter ausgedehnt wird. In dem Zusammenhang sei eben auch darauf hingewiesen, es ist ja mit den USA nichts anderes gewesen. Die haben im Gegenwert von 85 Milliarden US-Dollar, haben die im Zuge des QE3 Bonds gekauft und haben, ja, dieses dann halt begonnen zu reduzieren, stückweise um 10 Milliarden pro Monat. Und das ist ja etwas, was die Fed, Entschuldigung, die EZB jetzt an dieser Stelle eben auch tut. Und das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was eben positiv für den Aktienmarkt eigentlich sein sollte. Und vor diesem Hintergrund muss ich sagen, bin ich dann doch sehr überrascht, ob dieses Momentums hier, dass der DAX da hinlegt. Und deswegen sehe ich aber auch ehrlich gesprochen nicht, dass wir da so viele Chancen auf der Oberseite haben. Plus die gesamten auch Unsicherheitsfaktoren. Wenn wir jetzt einfach mal weitergehen, eigentlich hat gestern mit der Fed-Sitzung wenn man es auf die USA dann bezieht, jetzt mal, wenn man die EZB ausklammert, man könnte natürlich sagen, EZB und Bank of Japan gemeinsam versorgen den Markt in der globalisierten Welt ausreichend mit Liquidität durch ihre Anleiheaufkäufe, dass die Fed sich dort durchaus verabschieden kann aus diesem Trio, so nenne ich sie jetzt mal. Nichtsdestotrotz hat gestern die Fed oder mit Janet Yellen eigentlich etwas kommuniziert, was für Aktienmärkte extrem beängstigend ist tatsächlich. Nicht nur, dass sie in Aussicht stellte, dass eben da zügiger neue Zinsanhebungen auf den Weg gebracht werden könnten, mehr als der Markt erhofft hat und infolgedessen sich diese Blase dann vielleicht beginnt auch so ein bisschen zu entladen mit einer scharfen Gegenbewegung. An der Stelle übrigens im Blau der S&P, das ist nicht der Dow Jones, aber wir sind eben sehr stark positiv korreliert, sondern was ich in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist ja, wenn man es jetzt tatsächlich so interpretiert, wie es diverse Journalisten getan haben, dann, und das war eine Art Affront von Yellen gegenüber Donald Trump, wo sie sich diesem fiskalpolitischen Kurs entgegengestellt hat, da muss man sich eben auch die Frage stellen, was wäre denn, wenn Trump den tatsächlich so nicht durchgesetzt bekommt und wenn der sich tatsächlich nicht hier dann fiskalpolitisch derart offensiv präsentieren kann und seine Vision von America Great Again eben umsetzen wird können, weil eben zum Beispiel er blockiert wird mit seiner Entscheidung. Das wäre genauso bärisch für Aktien, denn man kann hier in diesem Zusammenhang sicherlich auch Folgendes sehen, diese Rallye auch im Dow Jones zum Beispiel, die fußt eben auch auf einem
auf der Aussicht auf fiskalpolitische Stimuli. Und dieser Break, der hier erfolgt, und dieser massive Lauf, der fußt eben darauf, dass eben Trump eine sehr, 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 sehr unternehmensgünstige, für besonders Blue Chips eben, Politik eben entsprechend betreibt oder betreiben wird, dass das abzusehen ist. So, und jetzt bedeutet das etwas anders. Also entweder auf der einen Seite, er kann sich fiskalpolitisch voll durchsetzen, dann geht es vielleicht nicht sofort rasant abwärts, aber die Aussicht auf Zinsanhebung werden auf jeden Fall das Aufwärtsmomentum am Aktienmarkt in den USA an dieser Stelle deutlich eindämmen. Oder alternativ wird es so sein, dass Trump mit seinen fiskalpolitischen Plänen blockiert wird, was dann aber dazu führt, dass diese Entwicklung hier eine reine Spekulation war und dieses Kartenhaus zügig in sich zusammenfällt, denn diese Spekulation geht dann im Endeffekt nicht auf. Also das bedeutet, eigentlich ist der Aktienmarkt aktuell in eine unglaublich gefährliche Situation gelaufen, besonders wenn er solche Übertreibungen fabriziert, wie es derzeit zeigt. Nochmal, das wird nicht alles vor Weihnachten passieren, aber es ist zumindest mal etwas, was dann auch hier jetzt für den DAX vielleicht das Momentum auf der Oberseite faszinierend eindämmt. Also man achte bitte drauf, hoch 11.336. Es ist eine Indikation. Ja? Also diese Fuzzi-Logik, die orientiert sich ja dann an nicht unbedingt jetzt den gleichen Kursen, wie wir das tun. Ich merke schon, Jens, du bist in einer gewissen Art und Weise begeistert. Aber du musst natürlich, du hast recht, der orientiert sich am Cetra-DAX. Und dann ist es so, dass der... mal gucken, wo den hole ich jetzt drauf. Den haben wir hier. Also DB-DAX, Deutsche Bank können wir uns anschauen, wir können Xetra klicken. Genau, also Spannung steigt, was passiert? Moment, 301, ja, obwohl, okay, also na klar. Das ist eine prognostische Indikation, ne? Genau, also das ist vor allem die Indikation auch auf den Future natürlich. Deswegen, wir handeln natürlich in der Kasse, handeln wir ein bisschen drunter. Guck, trotzdem. Also 27 Punkte ist schon trotzdem nicht schlecht. Aber wir werden mal sehen. Also wie gesagt, da kann ja auch nochmal hochkommen. Im Prinzip ist es auf jeden Fall spannend zu sehen, was da kommt. Was ist denn jetzt? In einer Minute kommen Zahlen, just für Info. 9.30 Uhr vom Timo. Hat uns da hier direkt mal eine Info rüber geschoben. Jetzt muss ich mal gucken, was 9.30 Uhr. Ich habe vorhin die News übrigens in jedem Tag auf der Pfanne. Natürlich, was haben wir? Einkaufsmanager, Index, verarbeitendes Gewerbe. Euro aber recht ruhig geblieben, kaum reagiert. DAX im Prinzip jetzt ein Stück weit runtergekommen. Also nochmal kurz hier das Bild. Das war das, was ich gerade gezeichnet hatte übrigens. Mhm. Das fängt an, oh, Moment, ich ziehe das mal von der anderen Seite zu. Das fängt an, vielleicht, funktioniert nicht. Kurz Augenblick, dann ziehen wir das hier lang. Na, wo ist er? Ah, super. Widerspenstig. So. Ich muss ganz nach. Ach so, das sehe ich. Deswegen sehe ich das nicht, weil das da unten verschwindet. Hier. Ja, also das lebe die Grafik. Übrigens, ja, British Pfund US-Dollar haben wir ja heute auch noch ein Zinsevent. Jens, übrigens, British Pfund US-Dollar kurz vor seinem Vortagestief. Ich meine, DAX, wie gesagt, kommt ja jetzt ein Stück weit zurück, aber das Cable, wir stehen kurz vor dem Vortagestief. Hast du eine Meinung zum Cable? Ja, also insgesamt. Ich bin, beziehungsweise aktuell, ich bin noch ein bisschen zurückhaltend, aber ich könnte mir das vorstellen, also ganz kurz der Gedanke zu Ende, hier für den DAX, sehen wir eben diese Korrektur und dann, was ich jetzt nochmal sehen wollen würde, wäre ein Rücklauf in Richtung der Hochs, wo man sich dann überlegen könnte, wenn er das nicht schafft, das hier rauszuholen, dieses Hoch, dass man dann mal ganz aggressiv den gegen diese Hoch shortet. Jetzt ist aber weiter folgendes Problem und das ist eben das, was mich immer so ein bisschen reserviert werden lässt. Also wenn ich das umsetzen würde, wahrscheinlich nur mit reduzierter Positionsgröße. Ich möchte halt hier in das aktuelle Marktumfeld ungern mich Shorts positionieren. Also einerseits, sicherlich kann man jetzt sagen, ja, das ist eine Riesenchance, guck mal, wenn er dann hier drunter fällt, unter 2,30 und dann Richtung 11,50, das sind natürlich attraktive Payoffs und das kann man auf dem Schirm haben. Aber ich sehe diese Verkäufer gerade nicht kommen, ganz ehrlich. Und das ist das, was ich eben in dem Zusammenhang benötige. Ich brauche jemanden, der mir dann diesen Gefallen tut, den DAX eben zu verkaufen. Und wenn, dann sehe ich da diesen Impuls eben entsprechend erst heute Nachmittag von den US-Märkten. Oder um es mal anders zu formulieren, am liebsten, selbst wenn du Kursziele hast wie im Euro-US-Dollar von 95, willst du sehen, dass der durch die Tiefs fällt und anschließend innerhalb von 2 Minuten dank eines Flash-Crashs Richtung 95 läuft und sofort dein Tech-Profit geholt wird. Und warum? Desto länger du am Markt bist, desto mehr gewinnst du die Überzeugung, desto kürzer du am Markt positioniert bist, desto kleiner ist dein Risiko.
Im Endeffekt eben tatsächlich. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich solche Handelsansätze wie Scalping oder dergleichen favorisiere. Also das entspricht überhaupt gar nicht meinem Naturell und meinem Handelsstil tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass ich ganz schnell eben dieses Feedback sehen wollen würde. Und das ist eben das, wo ich dann besonders, wenn ich mich auf 5-Minuten-Basis hier im DAX positioniere, in diesem klar bullischen Marktumfeld, dass ich eben sage, wenn ich solch ein Szenario hier handle, solch ein antizyklisches Szenario, dann möchte ich aber auch, dass schnellzügig ein Feedback kommt, dass ich schnellzügig mindestens mein Risiko rausbekomme aus dem Trade. Also das bedeutet, dass ich wenigstens den Stop of Break-Even nachziehen kann. Und das Problem, was ich derzeit sehe, ist, dass dieser Impuls, das Risiko rauszubekommen, wahrscheinlich zu lange dauert. Also eventuell diverse Stunden tatsächlich dauert. Und das lässt mich halt so ein bisschen reserviert werden vor diesem Hintergrund mit solch einem antizyklischen Setup. So, britisch Pfund. Also, hier sind die Vortages, Moment, ich gucke mal ganz kurz. Ich sehe auch, das hier ist nicht ganz richtig. Also was ich jetzt hier immer mache, ist, ich hole mir nicht den Forex-Kurs, sondern ich hole mir natürlich die Quotes hier von JFD, wo ja der Liquiditätspool enorm ist tatsächlich. Also nur um euch hier eine Vorstellung zu haben. Moment, das sieht man hier. Das funktioniert nicht so ganz. Ist auch egal. Also auf jeden Fall dieses Flash-Crash-Tief zum Beispiel. Müssen wir ein bisschen höher ziehen. Also man sieht hier 1980 ungefähr. Das sind eben die Kurse, die von JFD gestellt worden sind. Ganz kurz nur, damit man mal so eine Orientierung hat, warum JFD oder warum sind die Kurse da auch so relevant. Und indirekt beantworte ich auch eine Frage, die hier steht, zum Beispiel, woran, obwohl, jetzt brauche ich die Frage fast schon nicht mehr beantworten, weil diejenige, welche damals sich schon verabschiedet hat. Aber nach was orientiert man denn dann seine Pivotpunkte zum Beispiel? Beim Trading. Ich würde immer den Referenzmarkt heranziehen, an den ich mit solchen Leveln arbeite. Also ich arbeite nicht mit Pivotpunkten. Ab und an kann man sie sich mal als Orientierung einblenden, aber ich zum Beispiel handle jetzt nicht ausschließlich mit Pivotpunkten. Das kommt tatsächlich sogar relativ selten vor. Aber was ich machen würde, ist, ich würde mir immer den Referenzmarkt betrachten. Also ich weiß, und das habe ich auch schon diverse Male gelesen, diversen Foren auch gelesen und in anderen Diskussionen, auch in Diskussionen in persönlicher Natur, World of Trading zum Beispiel oder dergleichen, dass dann es heißt, ja, aber da nachts, wenn da Kurse gestellt werden von zum Beispiel im Falle des DAX ist 22:01 bis 7:59 Uhr, naja, da muss doch auch jemand drauf handeln. Ja, das ist eben genau die Sache. Also im Falle von JFD sind das ja Liquiditätsanbieter, die über Nacht eben Kurse stellen. Gründe, die dafür sprechen, so etwas anzubieten, ist einerseits ist die Nachfrage da, dass die Leute dort auch über Nacht eben eventuell dann sich positionieren können, Stops nachziehen können und dergleichen, um vor Gaps, die sich vielleicht abzeichnen, eben schützen zu können. Andererseits ist es natürlich auch so, um diesen Gedanken mit den Gaps gleich aufzufassen, dass natürlich diese Übernachtindikation auch den Liquiditätsanbietern die Möglichkeit bietet, sich eben abzusichern. Das bedeutet also, von solchen Gaps nicht überrascht zu werden und dann eventuell eben ja, Kunden zu haben, die massiv gehebelt eben dort dann eben Verluste produzieren, die eben zu Lasten dann wahrscheinlich des Brokers gehen in näherer Zukunft. So muss man das ja mit der neuen Regelung der BaFin dann auch halten. Das ist dann eben genau dieser Punkt. Aber Fakt ist eben, das ist nur rein indikativ. Das bedeutet, diese Kurse, die da gestellt werden, die orientieren sich woran auch immer. Also das heißt dann immer, ist es der S&P zum Beispiel, der dort hergehalten wird, weil der wird ja 24 Stunden gehandelt an der Globex oder Nikkei zum Beispiel, oder es ist eine Mixtur aus beiden und dann versucht man das irgendwie umzulegen über dann nicht nur entsprechende Kursindikationen, sondern auch Zinsniveaus und dergleichen und versucht dann eben einen Kurs für den DAX auszurechnen. Aber was zum Beispiel, bevor wir jetzt aufs Pfund kommen, also da schließt sich gleich der Kreis mit dem Flash Crash. So bin ich da drauf gekommen. Und zwar, was dann zum Beispiel hier dazu führt, wir haben, das ist dann die Deutsche Bank-Indikation, die ist eben nicht 24 Stunden. Wir haben gestern mal kurz hier ein Hoch produziert bei 11.318. Und das war tatsächlich dann bis dahin auch der höchste Kurs, der im Future DAX dann hier markiert worden ist. Jetzt ist er gerade übertroffen worden. Schau mal ganz kurz hier auf den 5-Minuten-DAX, sondern 24-Stunden-Indikation, da ist auch hier der Kurs bei ungefähr 11.320, 11.318, also eine kleine Differenz von 2 Punkten. Aber wenn man den Chart zusammenstaucht, dann sieht man hier, dass wir bereits vorher da mal gehandelt hatten. Nee, Moment, Verzeihung, hier war es. Dass wir hier gehandelt hatten, in dem Bereich, nämlich am 11.12., das war am, was, Montag? Ich glaube ja, ne? 11.12.?
Nee, so, Verzeihung, natürlich 11.12. war Sonntag, aber Montag, also Montagnacht gehandelt hatten. Da ist um 12 Uhr der Kurs eben eingesetzt worden, nachts, also unserer Zeit, 23 Uhr GMT. Und der wurde dann hier hochgerechnet auf 3,62. Dieses Hoch wurde bis jetzt übrigens nicht ein einziges Mal angelaufen. Es sieht so aus, als wenn das wirklich jetzt hier der Höchstkurs wäre. Das ist aber ein rein indikativer Kurs gewesen, basierend auf eben einer Berechnung, einer Indikation dieses Liquiditätsanbieters. Als ich diesen Kurs übrigens gesehen habe, da hatte ich kurz geschaut, weil ich ja eine Long-Position in WTI dann hatte. Ich bin dort in die Öffnung reingestoppt worden. Mittlerweile ist das Trade plus minus null ausgestoppt worden, habe ich das gesehen und ich hatte initiativ sofort den Gedanken gefasst, den vielleicht hier zu shorten, diesen Markt. Ja, und das bedeutet also an dieser Stelle, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass das eine Übertreibung ist und dass das einfach eine indikative Fehlstellung ist des Brokers. Also das bedeutet jetzt an dieser Stelle etwas anders. Das ist kein realer Kurs, der gestellt worden ist an einem Referenzmarkt. Und das bedeutet, wenn ich, jetzt schließen wir den Kreis erstmal hier zu den Pivotpunkten oder Fibonaccis oder sonst was, wenn ich mir das ja betrachte, solche technischen Indikatoren, schaue ich sie mir in der Referenzhandelsspanne an. Das bedeutet also, ich gucke mir dann an, ich weiß, was ist der Referenzmarkt. Im Falle des DAX ist es der FDAX und der Eurex. Und hier ist es dann eben entsprechend so von 8 bis 22 Uhr. Das ist dann eben entsprechend der Kurs, den ich dort heranziehe oder die Kurse in dieser Handelsspanne, das Hoch, das Tief, die Eröffnung und den Schluss. Und basierend darauf würde ich dann entsprechend die Pivotpunkte berechnen. Weil ich denke, dass das eine höhere Signifikanz besitzt als eben Preise, die nicht real an einem Markt bzw. in einer Zeit gestellt wurden, wo kein Referenzmarkt vorhanden war, wo keine Liquidität am Markt tatsächlich war. Also das, um diese Frage zu beantworten. Jetzt sehen wir übrigens auch hier, der DAX, der kommt jetzt tatsächlich auch hier entsprechend runter. Ja. Frage, Trading oder Analysen? Also aktuell Analysen ganz offensichtlich. Was jetzt natürlich also ich gehe davon aus, ich interpretiere die Frage jetzt mal dahingehend, was wir sehen wollen, ist, dass der Markt, also mal ganz kurz hier, ein neues Bild, ja, mit einem anderen. Was wir sehen wollen, ist eine Gegenbewegung jetzt in Richtung dieser Hochs und keine Markierung neuer Hochs. Und das ist übrigens genau das, was dann auch tatsächlich im Trading, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, diese Geduld aufzubringen, dass der Markt dieses Szenario, so wie man sich visualisiert oder was man gerne sehen möchte, dass man auch abwartet, bis sich das dann entsprechend herauskristallisiert. Was keinen Sinn macht, ist jetzt einfach pauschal zu sagen, ja, ich gehe dann jetzt mal long und dann gehe ich dann wieder short, sondern ich habe ein ganz klar definiertes Setup eben tatsächlich. Ja. Das werde ich gleich auch vielleicht nochmal hier präsentieren, ganz kurz, wie dieses tatsächlich dann aussieht. Tatsächlich gilt es aber, das hier entsprechend dann auch anzupassen, zu adaptieren. Denn das wäre jetzt zum Beispiel was, was meinem Handelsansatz nicht zu 100% entspricht. Tatsächlich ist meine Handelslogik noch ein bisschen anders gestrickt an der Stelle, basierend auf der Open Range, wo ich sagen könnte, ich habe heute für den DAX zum Beispiel gar kein Setup. Deswegen einfach, weil wenn ich den jetzt handeln wollen würde, im Wirkungsbereich, würde ich ihn antizyklisch short handeln. Dafür bräuchte ich aber einen Break aus der Open Range auf der Unterseite. Das ist aber schon dadurch hinfällig gewesen, dass wir hier sehr, sehr scharf aus der Open Range eben auf der Oberseite rausgelaufen sind. Aber jetzt nochmal zu den Kursen zurückzukommen. Also, warum, wieso, weshalb britische Pfund? Warum ich das so signifikant finde oder warum man das herausstellen sollte? Und wo Kurse dann auch entsprechend beginnen, eine Rolle zu spielen. Dieser Flash Crash, den wir hier hatten, Moment, ist es überhaupt? Ja, doch, ist der richtige. Diesen Flash Crash, den wir hier hatten, da sieht man, es ist ungefähr der Tiefskurs hier gewesen bei 1980. Es kommt tatsächlich darauf an, wo man sich den Markt jetzt betrachtet. Schaut man das bei Reuters an, diesen Chart zum Beispiel, dann sieht man einen Kurs ungefähr bei 1,1450. Schaut man sich das bei Bloomberg an, dann hat man einen Kurs ungefähr um die 1830, bei JFD ganz offensichtlich einen Kurs um 1980. Das zeigt übrigens die Attraktivität und die Tiefe und auch die Breite des Liquiditätspools, die JFD anbietet, die natürlich für jemanden dann zum Beispiel wie mich, der eben Fremdgelder verwaltet und das auch in einem etwas größeren Umfang tut und wahrscheinlich auch noch größeren Umfängen in Zukunft tun wird, spielt das natürlich eine enorm große Rolle, weil du brauchst natürlich in volatilen Marktumfällen, wie zum Beispiel auch rund um News, rund um die NFPs oder rund um die Fed oder die EZB, brauchst du einfach einen Broker, der einen Liquiditätspool dann in einem außerbörslichen Markt, wie dem FX-Markt eben zur Verfügung stellt, der eben ausreichend tief und breit ist, um dafür Sorge zu tragen, dass du eine gute Kursausführung bekommst. Und was solch ein Tiefskurs bei 1980 zeigt, ist ja, das sind ja Geldkurse, die hier angezeigt werden. Da ist jemand bereit gewesen, zu 1980 zu kaufen, in diesem Tief. Und das bedeutet etwas anders. Jetzt gehen wir mal von einem Extremfall aus, dass man long positioniert war,
Und dass man irgendwo hier einen Stop hatte, warum auch immer, und dieser Stop wird nicht gefillt, weil einfach der Markt dann durchgehandelt wird. Man wird billigst, beziehungsweise dann in dem Fall bestens ausgeführt, das bedeutet, ein Stop-Kurs ist ein Bestens-Order, und das heißt etwas anders, man wird zum nächstbesten Kurs ausgeführt. Wenn der nächstbeste Kurs erst bei 14 ist, dann wird man zu 14 ausgeführt. Wenn der nächstbeste Kurs dann, wie hier in dem Fall von JFD zum Beispiel, in solch einem Flash-Crash-Umfeld, das jetzt nicht so oft vorkommt, aber es kommt vor, und das zeigt ja dieser Kursverlauf hier, es passiert. Und wenn der nächstbeste Kurs dann bei bereits 1980 gefüllt wird, dann kann das einfach mal, ja, da kann das der Unterschied von der Jahresperformance tatsächlich sogar sein. Und das ist eben genau das, wo du dann als professionell denkender Trader eben ja, auf den Broker und auf die Liquiditätsqualität auch achtest, wenn du eben deinen Broker wählst. Und JFD ist da, ja, vornehm gesprochen mal herausragend einfach. Ich finde das immer faszinierend, dass man das auch so ein bisschen ja, als Selbstverständlichkeit erachtet, gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit kommuniziert. Also bis jetzt zumindest mal. Also JFD ist ja tatsächlich gewachsen in den letzten 4 Jahren, habe ich das gesehen. Aber homogen und... Wir nennen es organisch, Jens, wir nennen es organisch. Organisch, ja, das ist genau das richtige Wort. Ne? Und das ist ja, das Interessante ist ja dann, du unterhältst dich ja auch mit anderen Tradern, also auch mit Profi-Tradern, von denen du auch weißt, das sind jetzt nicht Leute, die sagen, na, ich bin Profi und naja, dann nicht so ganz Profi sind, sondern wirklich Profis, die immer mit ihrem Lebensunterhalt bestreiten. Und dann unterhältst du dich eben mit denen und fragst natürlich auch, und über welchen Broker wickelst du ab, und du kriegst unabhängig voneinander, ohne das jetzt vorher gesagt zu haben, was du für eine Antwort hören willst, kriegst du immer wieder JFD genannt. Und da wirst du dann schon hellhörig, weil, also nicht, dass sie mir JFD unbekannt war, ich wusste das natürlich auch schon, kenne JFD auch schon seit 3, 4 Jahren, aber nichtsdestotrotz ist es eben so, das ist etwas, das macht dich insofern hellhörig, weil wenn ein Profi über solch einen Broker abwickelt, dann zeugt das einfach von einer Liquidität, die ganz, sondern Qualität, die ganz offensichtlich testenswert ist auf jeden Fall einmal. Und das ist eben das, was sich hier in solchen Marktumfelden einfach wunderbar darstellt. Auch die Betrachtung zum Beispiel zu den NFPs, wenn die Spreads nicht so aufplatzen. Ich habe das ja, habe die Grafik ja geupdatet, das ist ja nicht das erste Mal jetzt gewesen, dass das so war. Moment, haben wir es denn? Ach, ich hatte das irgendwie vorher. Such kurz raus. Weil der Herbert auch schreibt, wie gesagt, wir können uns auch gern mal Gold anschauen, dann in Kürze. Goldpreis ja hochinteressant, auch Silber. Ich hatte unlängst Silber mit einer bärischen Flagge adaptiert, an einem schönen Widerstand. Hochinteressant, können wir uns, kann ich nachher vielleicht direkt auch mal einen Check zu machen. Gold, wie gesagt, auch ein Thema, und da trifft es auch zu, was du gerade sagst, Jens. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch, ist ja auch ein Free Event hier, das heißt also, ihr müsst keine JFD-Kunden sein, um daran teilzunehmen, das ist auch gut so, damit ihr euch da aufklären lassen könnt. Und neben dem, was wir hier an Content bieten, ist es auch so, dass wir zum Beispiel den Gold-Spot und Gold-Silber-Preis aus dem Interbankenmarkt handeln. Ja, das sind keine CFDs, sondern das ist direkt der Liquiditätspool, wo wir den Gold- und Silberpreis rausrouten und da auch jeweils der beste Bid und Ask gesucht wird. Das muss man einfach auch mal transportieren an dieser Stelle, weil es ist kein Gold-CFD oder Silber-CFD, sondern es ist tatsächlich der Spotpreis, der aus dem Interbankenmarkt kommt und der eben hier von den Tier-1-Banken plus Hedgefonds und andere Liquiditätsanbietern hier eben plus 20 sozusagen ermittelt wird. Also das ist, wie gesagt, ganz spannend. Wer eben auch Gold und Silber gern handelt, der sollte hier überlegen, den richtigen Partner zu finden. Und Jens, du brichst immer eine Lanze, ohne dass wir uns dafür absprechen, aber es freut mich wirklich, dass du da bist und dass du das auch so zu schätzen weißt, was wir hier im Prinzip transportieren. So, dann hast du wieder das Wort, sozusagen. Also, hier ist jetzt erstmal die Grafik. Brokers Maximum Euro-USD Spread, NFPs Oktober, wo man hier, also wo man diverse MT4 Broker im Grunde genommen nebeneinander laufen lassen kann, und dann kann man sich so einen Spread Monitor anschauen. Der macht im Grunde genommen Folgendes: Er guckt sich an, was ist der Maximalspread. Ja, und das ist, ich glaube mal, schon ziemlich bezeichnend, wenn JFD Brokers hier einen Maximalspread von 4,4 Pips anbietet im Euro-US-Dollar zu dieser Zeit. Das ist ja ein hochvolatiles Event, also 4,4 Pips im Euro-US-Dollar ist eine massive Spread-Ausweitung. Nur um das mal ganz kurz hier auch einordnen zu können, da ist der Euro-US-Dollar da oben, ja, der steht gerade auf 90,8 zu 0,203 meistens, ne? 0,203, das ist extrem eng.
dieser Spread. Und dann ist solch ein Spread natürlich enorm, also von 4,4 Pips, aber nichtsdestotrotz, es hat damit zu tun, dass die Liquidität massiv austrocknet, eben entsprechend zu dieser Zeit. Also Geldseiten werden runtergenommen, Briefseiten werden hochgenommen, dadurch weitet sich der Spread aus. Aber wenn du das real abbildest, also wenn du wirklich dann auch einen großen Pool an Liquiditätsanbietern hast und da nicht irgendwelchen Schmu betreibst und irgendwie dann noch Kunden selber irgendwie A-Books und B-Books, also das heißt aufs eigene Buch nimmst vielleicht sogar oder gleich nach außen zwar kommunizierst, ja, ich route die Orders weiter, aber ich habe auch eine Market Maker Lizenz, ich kann auch selber noch Liquidität stellen und gegen den Kunden handeln und dergleichen. Dadurch kommt es zu Verzögerungen, Latenzen, dadurch gibt es Spreads-Ausweitungen, die weiter sind und dergleichen, dann bist du in der Lage, hier solch ein, ich nenne es jetzt mal Trading-Erlebnis, auch für den kleinen Trader anbieten zu können. Also dass du als Institutioneller oder als Profi da natürlich darauf zurückgreifst, steht völlig außer Frage. Aber nichtsdestotrotz, der kleine Anleger hat ja auch die Möglichkeit, davon zu profitieren. Denn es gibt ja bei JFD nicht diese Diskriminierung in irgendeiner Form, sondern nur das Ein-Konto-Modell. Fertig. Es gibt nicht ein Dealing-Desk, es gibt nur Dealing, sondern es gibt ein Konto. Fertig. Sehr, sehr richtig, Jens. Also ich habe ja auch alles durch in der Brokerlandschaft seit vielen Jahren. Oder besser gesagt, ich handle jetzt schon seit über 4 Jahren auch bei JFD Only, hatte aber davor auch jeden anderen Broker, auch die da zu sehen sind auf deinem Bild. Da muss ich sagen, hatte ich einen Großteil jener auch selbst mit verschiedenen Konten laufen. Und das zu den NFPs ist jetzt so eine Darstellung, die sich aber auch immer wieder finden lässt, weil wir tracken selber auch bei JFD grundsätzlich jeden Event. Aber wir wollen auch keinen anderen Broker an den Pranger stellen. Tatsache ist aber, dass wir immer ganz vorne dabei sind, eben vor dem Hintergrund, dass der Liquiditätspool einfach mal dafür sorgt, dass wir enge Spreads bekommen, weil, wie gesagt, durch unser technologisches System hier auch im Sinne der Aggregatoren, das ist so eine Art Bussystem, hier immer der beste Bid und Ask aus dem Pool eben gefischt wird, was dazu führt letztlich, dass gerade auch wenn die Spreads aufgehen, trotzdem immer der engste Spread sozusagen gesucht wird und durchgeroutet wird, was schlussendlich dazu führt, dass wir im Prinzip hier solche aufgerissenen Dinger gar nicht haben. Und das ist, wie gesagt, ein Riesenvorteil. Witzig auch, was Marc gerade schreibt, gestern ein Webinar gehabt bei Admiral Markets und dort hat jemand auch sozusagen den Trading-Plattform oder MetaTrader geöffnet, wo oben JFD stand. Das ist natürlich vorbildlich. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Also Spaß an dieser Sache. Ansonsten auch ganz kurz, Mike, gerade kommt die Frage rein. Ja, JFD wird ein Multi-Asset werden in Q1 2017. Also das heißt, ihr werdet noch ein größeres Trading-Erlebnis erfahren dürfen, vor dem Hintergrund, dass wir realen Aktienhandel anbieten werden. Und auch den realen Future-Handel. Das ist, wie gesagt, alles in der Pipeline. Dazu wird aber auch der MetaTrader 5 notwendig werden, was dann dazu führt, dass wir da wahrscheinlich dann, also man braucht dann für MetaTrader 5 einen extra Account. Das ist dann so ein bisschen eigenartig dahingehend. Das lässt sich aber technisch nicht ändern. Grundsätzlich aber dennoch, wie Jens auch schon sagte, ein Konto für alle. Ja. Also es ist egal, ob ihr mit 500 Euro kommt oder 500.000. Die Price-Action, die ihr kriegt, ist immer gleich. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Kunde auch nicht diskriminiert wird nach Gold, Silber, Platin. Ja, nach dem Motto, wie viel Einlage hast du? Umso besser der Preis. Und wenn du eine kleine Account-Einzahlung hast, dann kommt hintenrum sozusagen auch ein besser, schlechterer Preisfeed und Market Making und eben dann Handel gegen den Kunden. Das kann es ja alles nicht sein. Ne? Also insofern, das organische Wachstum gibt uns recht auf dem Weg, auf dem wir sind. Wir wachsen vielleicht nicht exponentiell so schnell wie manch anderer Broker, der hier eben auch eine riesige Marketingmaschinerie anfährt. Das ist aber alles sehr kurzweilig. Das ist auch nicht in unserem Interesse. Ja? Lieber eben organisch, langfristig und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Seid gespannt, wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Wer von euch noch nicht Kunde ist, mal an dieser Stelle, ich werde dann mal, oder Jens, vielleicht einen Link zum Demo-Account reinsetzen. Ich sage immer, testet uns einfach. Die Demo-Kurse sind genauso adaptiert von den Realkursen. Das sind jetzt keine Extrakurse. Was ihr natürlich bei Demo-Sachen nicht habt, ist klar, Slippage, weil es wird nicht real ausgeführt. Ja, das ist der einzige Unterschied. Also an einem Realtest kommt es im Endeffekt auch nicht vorbei. Und ich kann, wie gesagt, und auch Jens, wie gesagt, jetzt mit der eigenen Vermögensverwaltung ist schon eine gute Sache. Aber wir wollen jetzt mal den Goldpreis uns mal anschauen. Hast du eigentlich dazu eine Meinung oder soll ich hier den Goldpreis mal covern, Jens? Also wie gesagt, you have it. Wenn du Gold, hast du Gold überhaupt auf dem Auge? Oder im Auge, besser gesagt? Ich hab Gold auf dem Auge, aber du kannst das gerne übernehmen. Ich bin nämlich sehr gespannt, wie du das Bild siehst. Ich hab nämlich eine Vorstellung, aber ich bin immer unglaublich daran interessiert, wie auch andere das sehen. Ach Quatsch. Ja. Ist das so? Ja, und ganz besonders du. Und ich möchte gerne diesen Fuzzi-Logik-Dings da mal drüber gelegt haben. Da kann ich dir noch was Spezielles zeigen. Ich werde gerade mal was hochladen. Da kommt noch eine Frage zum Agina-Trader. Ja, Beta-Phase ist soweit am Laufen. Also wir sind soweit wie noch nie, weil wir eben auch vor der Einführung stehen.
Der iJIDA-Trader wird definitiv als zusätzliche Plattform kommen. Da dürft ihr euch auch auf jeden Fall freuen. Wir haben das schon lange angekündigt. Ja, ich weiß, wir haben auch mit Guidance, sage ich mal, länger gebraucht als erwartet. Aber grundsätzlich ist das im Loop und wir haben den Anschluss sozusagen sichergestellt. Das sind jetzt wirklich finale Punkte, die hier zusammenlaufen. Und auch hier Q1 eher früher als später 2017 hier die Planung, dass wir den Agena-Trade auch einführen. Das wird auch mit dem Multi-Asset, also mit den Futures und Aktien dann sozusagen zusammenlaufen. Aber es ist ein Riesending. Da werden extra Server gebraucht. Da brauchen wir, also ihr könnt euch das sicherlich auch vorstellen, der ein oder andere, der eine Firma hat in Sachen IT, sowas ist ein Prozess, der enorm viel Aufwand bedürft und wir brauchen natürlich auch die Sicherheit, dass alles gut funktioniert und das ist oberstes Gebot und daran müssen wir uns ein Stück weit orientieren. Aber warten wir mal ab, was passiert. Gut, Goldpreis können wir uns anschauen, wie gesagt. Soll ich dir mal den Bildschirm zurückgeben? Ganz kurz machen, genau. Da kannst du vielleicht schon mal was vorbereiten für deine Topics für 2017 vielleicht. Ansonsten, Herbert, wo du lebst, dein Konto kannst du eröffnen. Im Prinzip ist das Konto sozusagen, wir sind ja zypriotisch sozusagen, also das Brokerage ist auf Zypern orientiert, das heißt auch steuerlich musst du dann selbst sozusagen dafür sorgen, dass das alles Recht und Ordnung hat. Die Kontengelder oder Kundengelder sind selbst in Deutschland oder je nach Einzahlung bei Barclays in England hinterlegt. Das heißt, das Geld ist auch segregiert vom Firmenvermögen, braucht ihr keine Angst haben. Wenn ja irgendwas in Zypern sein sollte mit der Firma, euer Kapital wird nicht davon betroffen sein. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass die Leute das verstehen. Gut, also Fuzzy-Vektorlogik kann ich dir mal kurz auch zeigen, hier zu dem Tool auf Tagesbasis. Dann schauen wir uns Gold gleich mal an. Also hier, das ist praktisch meine Logik, die man kann auch noch viele andere Werte dazu noch adaptieren. Das sind aber so die Top-FX-Pairs und eben DAX und Gold hier zum DAX-Pattern. Wie gesagt, recht statisch, aber das ist im Prinzip das Prinzip, dass hier die letzten Tage anhand der Barcharts analysiert werden und dann gibt es hier im Prinzip unten den Auswurf. Und da wird eben gesagt, das und das und das könnte passieren. Und dann habe ich auch noch hier diverse Wochentagsstatistiken zu, ja, wie der DAX in den einzelnen Handelswochen oder dann hier im Overall View, beziehungsweise hier aufgrund der letzten 52 Wochen. Da sehen wir hier, dass der Donnerstag eben insbesondere ein sehr schwacher Tag ist, rein statistisch. Und, aber es passt mit der Fuzzy-Vektorlogik nicht zusammen, was jetzt kurz mal erklärt dazu führt, dass dieses Pattern eigentlich negiert wird. Das heißt, die Pattern schlagen eigentlich in der Signalübersicht, die man auch hier als Early Bird zum Beispiel sich anzeigen kann. Das ist dann schon früh um 5 Uhr. Da kriegt man praktisch die Signale, ja, oder 5:48 Uhr heute. Kein Signal da, weil der Wochentag mit der Fuzzy-Logik zusammenpassen muss. Also um die statistische Wahrscheinlichkeit eines Treffers zu erhöhen. Also das mal am Rande. Theoretisch achte ich da, wie gesagt, nur rudimentär drauf. Also wenn die Pattern stark genug sind, dann ist mir das eigentlich wurscht, ob der Tag stark oder schwach ist. Wenn das zusammenpasst, ist natürlich schön. Beim Silber zum Beispiel heute haben wir einen Mega-Pattern. Hier seht ihr auch, das ist durchaus beachtlich. Mit Quoten über 80% bei 84/163 Erscheinungen. Also das ist mega positiv. Können wir uns den Silberchart auch mal anschauen. Auch hier starke Erwartungshaltung heute. Zum Wochentag, jetzt wird es wenig überraschend so sein, wenn das nicht in der Signalübersicht auftaucht, dass hier sozusagen, ach, das war Gold, DAX, SAC, USE, hier mit 47% schwacher Donnerstag. Deswegen kommt auch das Pattern nicht zum Vorschein. Das muss man so ein Stück weit im Hintergrund mal behalten. Aber grundsätzlich seht ihr auch hier, wo die Preise herkommen, XAX-USD, XAU-USD, das sind die Spotpreise, die realen. Darum geht es eben. Gut, Silber können wir uns auch noch mal kurz aufrufen neben Gold, weil Silber, wie gesagt, mit dem positiven Pattern ja auch interessant daherkommt. Aber so richtig bullisch ist es nicht. Wir sehen es minus 1,25% aktuell und da wird die Flagge aufgelöst, die ich hier schon vor 2 Tagen skizziert hatte. Und ich glaube, das Ende ist noch nicht erreicht. Ich denke, Silber wird weiter korrigieren und mindestens bis 15,65 laufen. Insofern, das Pattern, das Bullische heute, hat sich schon erledigt aufgrund dieser Tageskerze. Ja, ist ein Beispiel dafür, dass es funktionieren kann, aber nicht muss. Im Prinzip technisch Silber hier im freien Fall nach unten. Wir haben auch hier so eine Art Bear Flag. Jetzt mal hier formationstechnisch kann es sogar noch wesentlich tiefer gehen, was dazu führen würde, dass wir hier den Abwärtstrend aus Anfang 2015 touchieren. Wie gesagt, alles möglich. Grundsätzlich Silber, aber hier in einem weiteren Bärenmodus. Aber Silber folgt ja dem Gold als kleiner Bruder. Ja, Gold hat hier die große Maßgabe und jetzt gehen wir mal bei Gold hier auf den Wochenchart auch. Das sieht sehr, sehr negativ aus. Man muss aber wissen, dass wir hier mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, die 6. Woche im Minus sind und Gold hier wirklich niedergeprügelt wird. Ja, hängt auch mit der Dollarstärke zusammen, muss man zugeben. Und was hier sehr, sehr bärisch ist, ist, dass wir den Abwärtstrend aus 2013
signifikant unterschritten haben und auch im Prinzip die Rallye, ja, die hier Anfang des Jahres ihren Lauf nahm. Seht das hier, das 61,8er Level, das ist ja so, ich sag mal, die Zweidrittelkorrektur roundabout. Da sind wir jetzt schon letzte Woche drunter gekippt und fallen jetzt direkt weiter. Das ist hier nicht wirklich positiv, was hier gerade abläuft. Und der Goldpreis relativiert im Prinzip die komplette Performance aus 2016 gerade. Das ist sehr, sehr schlecht. Hätte ich auch so nicht erwartet, muss ich zugeben. Ich hatte auch hier, seht ihr, auch so eine Art Flag mit Auflösung nach oben. In dem Fall war es eine Bull Flag, ganz anders als bei Silber hier auf Wochenbasis. Ein sehr, sehr schönes Setup, was ich, wie gesagt, auch relativ frühzeitig schon skizzierte. Auch saisonal hätte es super gepasst, aber was hat der Goldpreis gemacht? Der hat es nicht geschafft, hier auszubrechen. Stattdessen ist er nach unten weggekippt und dann folgte, was in Anführungszeichen jetzt charttechnisch schön ableitbar ist, folgte, was folgen musste. Der kippte weiter nach unten. Und wenn das so bleibt jetzt, ich meine, wir haben Donnerstag, Freitag, also meines Erachtens müsste der über die 1150 zurückkommen, um hier so ein Stück weit, ja, ich sag mal, das zerbrochene Porzellan jetzt hier nicht weiter nach unten kippen zu lassen. Wenn wir hier deutlich unter 1150 rausgehen, dann sehe ich den auf jeden Fall weiterfallen, den Goldpreis. Auch wenn ich fundamental ja ein Goldfan bin, sieht das, wie gesagt, schwierig aus, ist der Goldpreis. Wenn er sich jetzt nicht gleich in Bälde fängt und die Fed gestern gab nochmal einen oben drauf, heute auch schwach, denke ich, geht er nach unten. Das war eine Prognose von mir, auf jeden Fall Richtung 1150, dann hier so ein kleiner Schlagabtausch. Und jetzt sollte er sich meines Erachtens fangen, dann hätte ich durchaus das Ansinnen, dass der positiv überraschen kann. Wir können uns auch hier mal die Saisonalität noch dazu nehmen. Ist auch ein ganz interessantes Tool vor dem Hintergrund, dass wir uns hier mal anschauen können, wie der Goldpreis sich so saisonal bewegt. Rein von seinen Indikationen der Vergangenheit. Da sehen wir, okay, ja, anhand der Preisskala bzw. Punkteskala ist das jetzt hier nicht wirklich atemberaubend. Das heißt, hier haben wir saisonal, ja gut, Anfang 2017, da geht es dann doch schon schön nach oben. Sollte sich der Goldpreis also jetzt in Kürze fangen, sieht es eigentlich tendenziell nicht schlecht aus, aber so eine Saisonalitätsindikation ist eben auch kein Garant dafür, dass das kommt. Aber wir hätten zumindest Rückenwind ab Mitte, jetzt haben wir Mitte Dezember, ab Mitte, Ende Dezember, also sagen wir so zum Ende hin und insbesondere im Januar, sieht es ganz gut aus. Dazu muss der Goldpreis sich aber hier in Kürze fangen. Also ich wage mal zu behaupten, wenn wir nicht unter 1000 ein oder über 1150 wieder aus dem Wochenhandel gehen, dass das sehr, sehr schlecht aussieht. Also dann sehe ich die 1100 und tiefer noch eher kommen. Ob wir die Tiefs aus 2015 hier ansteuern, ja, könnte ein Doppelboden werden. Also technisch aufgrund der starken Rücksetzer eigentlich mal ein Rebound notwendig, rein korrektiver Natur, dass wir hier so ein Stück weit die Shortseller mal ihre Gewinne mitnehmen, beziehungsweise alles glattstellen. Aber das meine ich, ist aktuell nur eine technische Reaktion. Ich sehe den Goldpreis eigentlich wieder erwartend jetzt sehr kritisch. Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Tiefs aus 2015 anlaufen, ist, wenn wir so bleiben jetzt hier und nicht wieder zurückkommen in Kürze, sehr, sehr hoch. Auch hier dieses Level, schaut euch das mal an, 1165 war eine Supportzone, deswegen ist die immer noch grün. Die müssen wir aber jetzt mal verwandeln in eine Bear-Zone oder bärische Zone. Insofern wäre zum Beispiel auch auf Wochenbasis jetzt alles, was hier kommt, ein Pullback. Und dann könnte es hier durchaus in Richtung der letzten Tiefs gehen. So sieht es mal aus. Was dann passiert, bleibt mal abzuwarten. Doppelboden, vielleicht möglich, weil, jetzt muss ich mal kurz hier den Dollarindex nochmal rauszaubern. Hier haben wir ihn mal, the big picture sozusagen. Ja, der Dollar ist ja hier seit 8 Jahren, 8, 9 Jahren im Aufwärtstrend, hier seit den Finanzmarktkrisentiefs. Und zyklisch, Jens, vielleicht hast du es mal gelesen oder gehört, der US-Dollar-Index nach 7 bis 8 Jahren kommt es zu Trendumkehrbewegungen, was meines Erachtens nächstes Jahr der Fall sein müsste beim Dollar. Und wenn wir das hier mal sehen, der hat genau wie der Euro-US-Dollar hier seit 2015 eine große Seitwärtsrange gemacht, das Ding jetzt nach oben aufgelöst und jetzt habe ich genau wie du vorhin in einer ähnlichen Art und Weise beim Euro-US-Dollar das Ganze mal projiziert nach oben wie unten und ich denke bis 106, 108 Punkte kann der US-Dollar Future, Index Future laufen, aber dann denke ich, kommt die große Ernüchterung. Ich glaube, ja, liegt es an Trump? Liegt es an der Überschuldung? Liegt es an dem, was er da auffahren will? Ich meine, Amerika verschuldet sich ja ohnehin immer weiter, aber ich denke, der Rückenwind ist jetzt da, das geht auch weiter, deswegen auch Euro-US-Dollar mit Sicherheit in Richtung Parität. Aber dann, glaube ich, ist Ende alt Ende. Ich glaube, in 2017 sehen wir einen großen Turnaround. Vermutlich mal jetzt abgeleitet. Wir werden das Webinar in 1, 2 Jahren nochmal hochladen, wenn es denn so gekommen ist, ne? Und wenn nicht, werden wir Also, es löschen. wenn man jetzt mal, ja, genau, jetzt hast du halt nie stattgefunden. aber ich finde den Gedanken übrigens ganz interessant. Also ich glaube, man kann aktuell, und das ist die Situation in den USA, auch durch die Wahl Donald Trumps und auch das, was gestern passiert ist, ist unglaublich spannend und unglaublich interessant. Zum Beispiel Gold.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht unter dieses psychologisch wichtige Tausender-Level fallen. Also dass wir vielleicht sogar noch nicht mal die Tiefs halten, sondern fallen. Aber jetzt kommt's. Also ich glaube auch, du hast das gerade ja schon gesagt, der Hauptgrund für die Schwäche im Gold ist aktuell ganz klar, es ist ja 100% negativ, fast, also in Anführungsstrichen fast, negativ korreliert zum US-Dollar und der Entwicklung. Deswegen, das ist auch also sicherlich eine primär zinsgetriebene Geschichte. Also das bedeutet, als zinsloses Investment ist Gold einfach derzeit unattraktiv. Aber ich glaube, was man nicht vergessen sollte, ist, Gold ist eben auch ein klassischer Inflationshedge. Und eigentlich ist es schon fast, würde ich mal sagen, egal wie es kommt langfristig, Gold kann eigentlich gar nicht anders als wieder anziehen, wenn es nämlich in den USA Trump sein fiskalpolitisches Projekt, so nenne ich es jetzt mal, nicht anstößt, dann könnte das dazu führen, dass der US-Dollar abwertet, infolgedessen, dass man nämlich dann seitens der Fed erwartet, dass sie weiter an ihrer sehr niedrigen Zinspolitik festhält, weil man muss ja auch den globalen Konkurrenzkampf sehen, dass der US-Dollar hier einfach mal, also die Fed ist 180 Grad entgegengesetzt zu allen anderen globalen Notenbankkondons aus dem G8-Währungsbund. US-Dollar wertet massiv auf, das sind negative Auswirkungen auf die Exportwirtschaft, auch das ist übrigens einer der Gründe, weswegen man für die Aktienmärkte hier sich auch fragen darf, kann der Aktienmarkt eigentlich ohne Schwierigkeiten so parabolisch ansteigen, Dow Jones, S&P, wenn der US-Dollar so massiv stark ist. Plus, man sollte auch sehen, also wenn es in die Richtung kommt, dann wäre das bullisch für Gold, denn das würde natürlich zu einer US-Dollar-Schwäche führen, ganz natürlich, die Gold wieder aufwerten lässt. Auf der Kehrseite, wenn wir einen fiskalpolitischen Stimulus sehen seitens einer Trumpschen Regierung, dann wäre das zwar kurzzeitig sicherlich in der Lage, auch die Zinsspekulationen weiter anzukurbeln und auch infolgedessen dann zu erwarten, dass wir hier zeitnah mehr als diese vielleicht in drei in Aussicht gestellten Zinsanhebungen 2017 zu sehen bekommen. Übrigens ein ganz richtiger Hinweis von ganz zu Beginn des Webinars. Stimmt, sagt jemand. Habe ich auch gesehen, richtig. Haben Sie doch gesagt, hier für 2016 waren es 4 Zinsanhebungen. Das ist auch, glaube ich, ein ziemliches Desaster seitens der Fed. Ja. Umso überraschender, ehrlich gesagt, dass sie gestern dann von 2 auf 3 Zinsanhebungen hochgegangen sind. Denn die Fed weiß natürlich auch, dass das ein ziemlicher Griff ins Klo war für die Projektion für 2016, glaube ich. Also das unterstreicht eigentlich nochmal so diese hawkische Rhetorik. Aber jetzt mal angenommen, die Fed müsste die Zinsen anheben, dann bedeutet das, impliziert doch nichts anderes, als dass die Inflation auch entsprechend dann diese Voraussetzung dafür schafft, also eine massiv anziehende Inflation, die wiederum Gold ebenfalls positiv wäre. Kurzzeitig vielleicht mal ein kleiner Sell-off auf der Unterseite, ein kleiner Blow-off, der dann aber sich in einer massiven Aufwärtsbewegung für Gold eben manifestieren würde. Muss ich sagen, Jens, also wie gesagt, genau das sehe ich. Also ich muss halt sagen, auch Gold ist jetzt, schaut es jetzt mal her, ich habe auch ein Big Picture Chart zum Gold. Nehmen wir mal den, glaube ich. Ich habe auch so einen mega Big Picture Chart. Ich glaube, der geht bis in die 80er zurück. Schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Guckt mal. Hier Bretton Woods Ende und da fing die Renaissance vom Goldpreis an. Mega lange, also hier Ölkrise etc. Ihr wisst, was in den 70er Jahren abgegangen ist. Aber Gold ist de facto, und jetzt können wir auch bis ins 13. Jahrhundert zurückgehen, letztlich immer ein Wert gewesen. Und das, was wir jetzt letztlich hier sehen, also das, was hier aktuell abläuft, ist ja im Kontext der Aufwärtsbewegung aus 2000 hier eine Minimalkorrektur. Wir sind hier am 38er Level, soweit ich das sehe. Moment mal. Genau, noch nicht mal. Am 23.6er eiern wir hier gerade rum. Von den Tiefsende der 90er, 2000 ausgehend, von dem schönen Doppelboden hier, charttechnisch wirklich exzellent, was hier abgeliefert wurde. Da hat übrigens die Bank of England ihre Goldbestände verkauft. Sehr clever an dieser Stelle. An der Stelle muss auch ganz kurz was sagen, es macht immer so einen Spaß. Mein Papa wird es mir auch nicht übel nehmen, aber du wirst nicht glauben, aber mein Papa, der hat ungefähr genau da in den Hofs gekauft. Ja? Da war es dann auch eine glorreiche Idee von ihm, der hat da meiner Mutter so einen kleinen Mini-Goldbarren zum Hochzeitstag geschenkt. Das ist sweet. Ich bin jetzt nicht so sicher, ob das Absicht war, ob er das gesagt hat, weil er Gold wird jetzt korrigieren. Ja, der drücke ich jetzt eins rein, das wird er nicht gemacht haben. Also zugegebenermaßen, ich muss sagen, ich bin Fan seit 2004. Für den Goldpreis hier in 2004, neben dem, dass ich das vorher auch schon analysiert hatte, bin ich ein großer Fan von, und man muss sagen, von den Tiefs hier unten, ich glaube, roundabout ist der Goldpreis 600-700% gestiegen, okay, und man muss hier einfach sagen, also von den Niveaus hier um 200 irgendwas rum, und dann muss man sagen, das, was jetzt hier stattfindet, das darf er eben gar nicht tangieren, weil der Goldpreis ist ja hier
gute 11, 12 Jahre gestiegen und das wie an einem Schnürchen. Und jetzt korrigiert er, okay, seit 2011 dem Hoch hier, jetzt sind wir schon seit einigen Jahren im Korrekturmodus, aber das ist doch völlig normal. Wir haben im Prinzip immer so ein Gummiband, ja, aus denen zusammensehen. Aber wenn man das große Bild sieht, sieht man eben auch, gut, Gold wirft keine Zinsen ab, aber Gold hatte immer einen beständigen Wert. Und ich glaube auch, die Geschichte wird weitergehen. Und was du gerade gesagt hast, zum Dollar beziehungsweise auch Trump, sag ich mal, insbesondere ist ja Gold auch ein Hedge sozusagen, wo ich sagen muss, ich glaube, die Reise geht auch weiter. Und ich meine, tiefe Preise sind jetzt sozusagen meines Erachtens auch durchaus Chancen. Es sind keine Kaufempfehlungen, die wir hier ausgeben, um Gottes Willen. Wenn der Goldpreis dann in einem Jahr bei $600 steht, dann, ja, dann kommen die Unkenrufe, dann kann man es auch nicht ändern. Dann ist es nun mal so, der Markt macht seine Preise und wir als Trader bzw. Investoren in dem Fall auch müssen hier versuchen, dem Markt zu folgen. Aber grundsätzlich kann es auch Übertreibungen auf der Südseite geben, psychologisch die Tausender-Marke, wenn die mal gebrochen wird, da auch hier dann ähnlich wie beim Euro-Dollar, glaube ich, dann sind die Unkenrufe so groß, dass die Welt untergeht am Goldmarkt, dass es dann schon an der Zeit ist, dann wirklich zu überlegen, okay, jetzt denke ich mal, ist der Markt ausgeblutet und irgendwie wird es wohl doch wieder steigen, gerade wenn die Inflation eben dann auch hochkommt. Und wir haben Inflation, das ist nun mal so. Da beißt die Maus keinen Faden ab, gerade von dem, was wir da wahrscheinlich noch sehen werden, neben den Programmen, die ja die EZB fährt. Wie könntest du dir eigentlich, Jens, vorstellen, was die Fed in Sachen eines möglichen, also Trump sieht ja starkes Wachstum, Trump will alles ändern und alles verbessern. Könntest du dir vorstellen, dass unter Trump, wenn es denn nicht so kommt, nochmal quantitativ easing kommt? Ja, das ist jetzt mal eine neckische Frage, aber was sagst du dazu? Also da, ja, würde es kommen, könnte Amerika das zum Beispiel implizieren, meinst du? Also ich glaube, möglich wäre es schon. Ich habe allerdings irgendwie meine Zweifel, dass Trump jemanden installieren würde. Also da hat die Yellen ja gestern auch angedeutet, dass sie davon ausgeht, dass sie die 4 Jahre absitzt. Also so sicher sitzt sie nicht im Sattel, dass sie das betonen muss. Ja? Das Und stimmt. Yellen ist ja als wirklich als der Inbegriff der geldpolitischen Taube im Grunde genommen bekannt. Also jemand, der wirklich einen expansiven Kurs eben fährt. Und alleine aus der Perspektive scheint mir das irgendwie sehr, sehr abenteuerlich, dass unter Trump wirklich ein QE kommt. Wobei ich auf der Kehrseite sagen muss, was mir halt auf jeden Fall so ein bisschen Sorge bereitet, ist alleine die Entwicklung, die wir jetzt am Aktienmarkt eben zu sehen bekommen, auch im Dow Jones eben zu sehen bekommen. So etwas Ähnliches gab es auch Anfang der 80er mit, übrigens Anfang der 80er, auch da Gold vielleicht ganz interessant gewesen, mit der Wahl Ronald Reagans. Wo wir initial sehr bullisch gestartet waren nach der Wahl Reagans und dann 2 Jahre später, glaube ich, 25% tiefer notiert hatten. Also auch da, das ist ganz interessant, wobei ich jetzt an der Stelle noch nicht eine Korrektur in dieser Größenordnung als Grundlage für ein QE4 sehe, weil die Frage, die sich halt ausstellt, ist, wo will man denn mit einem QE4 hin? Also eigentlich rein fundamental ist das, glaube ich. Also das hatte Yellen gestern mit dem Verweis auch auf den Arbeitsmarkt gegeben. Das wäre, also ich würde mal sagen, sehr, sehr aktionistisch schon fast. Es würde keine Veränderung außer eine massive Abwertung des US-Dollars auf den Weg bringen. Vielleicht, weiß ich, obwohl, ja, man könnte jetzt mal ein bisschen rumspinnen. Donald Trump könnte auf die glorreiche Idee kommen zu sagen, so jetzt drücken wir den Chinesen mal richtig eins rein, die werten ihren Yuan ab, ja, jetzt mal gucken, jetzt schicken wir unseren US-Dollar zur Hölle. Ich glaube, das ist zu abenteuerlich. Nein, das ist zu viel. Aber auch da ganz, ganz interessant, wie gesagt, neben dem, dass ich euch jetzt mal hier den Zyklus-Chart vom S&P 500 mal rausgeholt habe, liebe Leute, ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass wir so einen 7-Jahres-Zyklus haben, ja, der im Prinzip immer dafür sprach, dass es Korrekturen gab, auch stärkerer Natur. Schaut euch das an, hier Dotcom-Blase zuletzt, hier die Finanzmarktkrise. Und im Prinzip von 2014 bis 2016 warten wir jetzt eigentlich drauf. Also hier seht ihr das im Prinzip, dass der Markt, jetzt müsste ich das Allzeithoch, das ist ein Chart aus November, müsste ich den hier wieder nach vorne ziehen, den 7-Jahres-Abstand. Die grünen Linien sind die 7-Jahres-Abstand, die roten entsprechend markante Hochs. Ihr seht, wie nah das eigentlich beieinander liegt. Es sei denn, es passiert nicht, und das hatten wir hier Mitte der 90er. Dann, ihr habt ja gesehen, was hier Ende der 90er abgegangen ist, bis zu den Mitte 90er, und dann ging es direkt nochmal rauf. Und wir dürfen gespannt sein, was eben hier angesagt ist, nicht wahr? Also entweder zyklisch gesehen bricht er jetzt mal nach unten weg, oder aber wir sehen direkt hier nochmal eine Anschlussrallye nach dem Motto, DAX 20.000 ist näher denn je. Und ja, das sind natürlich unglaubliche Summen, aber
man kann sich das nicht anders vorstellen. Ich habe auch hier noch einen UBS-Chart für euch. Schaut euch das mal an. Hier hat es sozusagen bis in die 30er Jahre zurück adaptiert. Der 7-Jahres-Zyklus, also das Ding habe ich jetzt nicht, sage ich mal, erfunden. Hier herleiten von diesem Chart Ende Bretton Woods, beziehungsweise ja, ab dem Zeitpunkt, wo praktisch dann auch hier der Forex-Markt frei fungibel handelbar war, sozusagen bis 70ern hat die UBS das Ganze noch weiter zurück adaptiert. Und hier seht ihr den 7-Jahres-Zyklus mit einem theoretischen Top zwischen 2014 und 2016. Auch diesen Chart, den S&P 500-Chart hier, den habe ich bestimmt schon seit 2 Jahren immer wieder in Analysen gepostet, nach dem Motto, ich warte eigentlich nur auf ein markantes Hoch, dass die Indizes mal zurückkommen, was ja nur gesund ist. Ja? Wir haben hier, ihr seht ja links unten, rechts oben, das lange Bild, ähnlich wie beim Goldpreis, zeigt nach oben. Also wir sind hier in der Welt der dynamischen Zahlen, des Produktivitätswachstums. Das heißt, im Prinzip gibt es nur, also Aktienmärkte können nicht im Minus laufen, eine Aktie da kann nicht im Minus notieren, so wie beispielsweise Zinsen eigenartigerweise ja seit neuestem. Ist es ja eben so, dass man hier sagen muss, der Weg zeigt nach oben und dürfte auch genauso weitergehen. Der Punkt ist aber einfach nur, dass es nur gesund ist und auch zyklisch eben an der Zeit, dass genau das kommt. Dass wir im Prinzip stärkere Korrekturen sehen. Aber Was ich bislang. übrigens ganz interessant finde, also man könnte ja vielleicht, wenn man uns jetzt so zuhört, den Schluss ziehen, dass wir hier irgendwie den großen Crash oder dergleichen irgendwie voraussagen. Also ich glaube, das muss man auch immer in Relation sehen, wenn man sich diese Entwicklung anschaut. Ich glaube nämlich, das ist etwas, das ganz interessant, was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, dieser Anstieg, der Kursanstieg im Dow Jones. Es gibt ja immer so eine Kennzahl, auch eine fundamentale Kennzahl bei Aktien, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, also weil es kommt dann, denke ich, auch auf den Sektor an und dergleichen, wo man das betrachtet, Technologiesektoren, KGVs sehen anders aus als eben von Versorgern oder dergleichen. Aber was in diesem Zusammenhang halt immer wieder jetzt auch thematisiert worden ist, war das sogenannte Schiller-KGV. Ah, kenne Und ich, was Robert das, Schiller. genau, das ist ja Kenne ein, ich, ja. ein Ökonom gewesen. Und dieses Schiller-KGV, damit ich nichts falsch sage, google ich das jetzt mal ganz kurz hier parallel, damit ich hier genau die Definition habe. Also das Schiller-KGV, das macht Folgendes. Erstmal kurz das traditionelle KGV, birgt Tücken, wird es doch durch die aktuelle Situation des Unternehmens und externe Ereignisse zuweilen verzerrt. Schiller, also Robert Schiller, hat jetzt Folgendes gemacht, Nobelpreisträger unter anderem, wobei man da auch so ein bisschen vorsichtig sein sollte mittlerweile, glaube ich, ja. Wer so alles Nobelpreisträger wird, aber modifizierte daher das KGV, indem er den durchschnittlichen Gewinn der vergangenen 10 Jahre ermittelte. Dadurch sollen dann auch Konjunkturzyklen berücksichtigt werden und was dem Schiller-KGV oder CAPE einigen Charme verleiht. Zähler und Nenner werden dann zudem inflationsbereinigt, um weiteren Störenfried, die Preissteigerung. Das bedeutet also, das klassische KGV ist Aktienkurs durch Gewinn je Aktie. Und das Schiller-KGV sagt, wir haben den inflationsbereinigten realen Aktienkurs geteilt durch das arithmetische Mittel der inflationsbereinigten realen Gewinne der vergangenen 10 Jahre. So, das hört sich jetzt erstmal sehr hochtrabend an. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Folgendes. Dieses Schiller-KGV ist mittlerweile auf Stände gestiegen, die wir das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht wann. War es 2000 oder 2008? Also ich meine, der hat den 2000er Dotcom-Blase. Ich kann mich erinnern, ich habe damals Ende der 90er sein Buch gekauft, Irrationaler Überschwang. Und der hat tatsächlich da auch das Platzen der Dotcom-Blase vorausgesagt. Das war eine ziemlich harte Nummer, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, Und ohne der Typ. Aber wie gesagt, es gibt ja die Dr. Dooms, weil du es ja auch gerade sagst. Ne? Ich meine, irgendwann wird jeder Crash-Guru mal recht haben, wenn er so, nur lang. übrigens, das ganz richtig, Crash, genau das, ich muss den Gedanken nämlich zu Ende führen. Also, wenn man Bitte. jetzt den Rückschluss sieht, es könnte ein Crash werden oder dergleichen, das ist nämlich nicht unbedingt gesagt. Also, wie gesagt, wenn man sich dieses ganz übergeordnete Bild anschaut, dann bedeutet dieses hohe Schiller-KGV, früher oder später wird sich das mal entladen und es wird eine Gegenbewegung kommen. Richtig, richtig. Aber die Sache ist die, es wird jetzt nicht dazu führen, dass wir nochmal die Tiefststände von, ich war 2008 oder dergleichen vielleicht sogar unterschreiten. Also Glaube ich auch eventuell nicht. tun wir das, aber was da eigentlich darauf hindeutet ist, oder längerfristig bedeutet, auch für Investoren vielleicht ganz interessant ist, dass der Markt in eine sehr langgezogene Seitwärtsbewegung erstmal übergeht. Also das heißt, wir könnten zwar einen Abverkauf sehen, aber das könnte dann über Jahre hinweg vielleicht für Richtig. Trend langfristig orientierte Trendfolger könnte das sehr, sehr zäh werden, weil einfach mal die Trendbewegung, die sich hier so etabliert, dann eben nicht fortsetzt. Aber das heißt nicht, dass es die Nee. große Apokalypse oder dergleichen gibt. Eventuell sogar attraktive Niveaus gibt. Also ich meine, wenn wir hier im Dow Jones, Entschuldigung, S&P ist es, auf, ich weiß nicht, 1500 Punkte korrigieren oder Also dergleichen, das ist eine Riesenkorrektur für den S&P. da muss ich ja wirklich sagen, Jens, also ungelogen, darauf warte ich ja wirklich auch schon lange, insbesondere als wir ja Anfang 2016 zurückgesackt sind.
Also jetzt, wie gesagt, Dr. Duben hin und her. Also wenn wir hier zum Beispiel technisch 1,5 anlaufen, dann ist das meines Erachtens die Kaufchance des Jahrhunderts, wenn der da wirklich zurückkommen sollte. Wir reden aber hier eben über eine Korrektur, die hier deutlich in Richtung 30% geht. Und das ist schon außerordentlich. Und ob das passiert, man weiß es nicht. Wie gesagt, viele warten auf eine Korrektur. Und wir haben sie ja zyklisch immer wieder gesehen. Wenn sie ausbleibt, wie gesagt, ihr seht das hier Mitte der 90er, dann kann das direkt nochmal so einen Strang nach oben geben und dann sind wir eben relativ schnell bei 3.500 Punkten. Und ob dann in 7, 8 Jahren die Korrektur kommt, wie gesagt, das ist ja das Gummiband. Das ist normal. Wir reden ja hier nicht vom Weltuntergang. Ihr habt es auch hier zur Finanzmarktkrise auch ein schöner Fake-out, nicht wahr? Da wurden die Tiefs hier aus den 2000ern Dotcom-Anfängen sozusagen hier unterschritten. März 2009, da war ja auch auf jedem Titelblatt zu lesen, Untergang der Börse, es geht nicht mehr weiter. Und ich sag mal, wer da natürlich hier schon frühzeitig ins fallende Messer gegriffen hat, der hat ja sicherlich dann schon mit Verlaub feuchte Hosen gehabt, weil es ging ja immer tiefer und das Ende war nicht in Sicht, aber dann kam hier der Mega-Turnaround und wer eben hier frühzeitig oder auch in 2010, in 2011 hier in diese Korrektur reingekauft hat, der darf sich jetzt über ein sehr, sehr prall gefülltes, mit Performance bestücktes Portfolio freuen. Und natürlich ist es dann ärgerlich, wenn man hier zum Beispiel den nächsten Strang nach oben verpasst. Wir wissen alle nicht, wie es kommt. Die Rahmendaten, wie gesagt, sind ein Stück weit tertiär, wobei man auch sagen muss, was Robert Schiller da natürlich an den Markt wirft. Man darf gespannt sein, ob sich das wiederholt. Wie gesagt, wir leben ja davon, dass die Geschichte sich wiederholt. Gerade charttechnisch oder jetzt sagen wir mal, das große Bild technische Analyse beinhaltet ja Markttechnik, Charttechnik, Zyklenanalyse, Intermarket-Analyse. Das sind ja viele Unterpunkte, die die technische Analyse da vereint. Und wenn man da mehr oder weniger versucht, einen Nenner zu finden, dann versucht man immer wieder Wiederholungen zu adaptieren. Und das machen wir nicht anders. Ob es so kommt, ja, das steht letztlich in den Sternen. Wie gesagt, Silber, also zum Goldpreis, oder das war eigentlich Ausgang der Situation. Ich denke, wir gehen hier auf jeden Fall jetzt tiefer. Müsste die Indizes eigentlich weiter beflügeln? Müsste auch den Yen weiter schwächen? Ergo den US-Dollar weiter stärken. Ich glaube, das dürfte sich jetzt weiter fortsetzen zunächst. Also nur, dass wir es mal ganz kurz auf dem Schirm haben, die Yen geht gerade oder Dollar-Yen geht gerade in Richtung 118. Das ist der Knaller. Vielleicht gucken wir auch da mal kurz hier charttechnisch drauf, weil Dollar-Yen hatte ich auch im Fokus, bevor wir dann auch auf jeden Fall das Bild meinem Jens dann nochmal zurückgeben. Hier die Yens heute, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also wirklich der Knaller. Also alle Währungen, die in Yen gehandelt werden, profitieren ja massiv von der Yen-Schwäche. Und jetzt habe ich hier auch einen schönen US-Dollar-Yen-Chart, Wochenbasis in dem Zusammenhang. Also wir hatten wohl bemerkt, hier ein schönes Widerstandslevel, was ich eigentlich dafür erachtet habe, dass der mal hier zurückkommt und dann hier die Niveaus um 119 angreift. Aber ihr seht die Wochenkerze und ihr seht das, was am Forex-Markt durchaus bekannt ist, Trendbewegung. Ja, also hier massive Abwertung und Aufwertung des Yens, massive US-Dollar-Schwäche. Und dann Die hier, Aufwertung ist Jens, ja. ja, Danke. danke. Genau, massiv. Und dann hier, das war ja formidable. Also ich muss sagen, Jungs, Mädels, ihr wisst, Devisenradar, ich hatte den Yen bestimmt fast jede Woche im Fokus nach dem Motto, die 100-Yen-Marke und die Bank of Japan, das ist ein Riesenthema. Wenn das hier unten nach unten aufgebrochen wird, dann geht es radikal gen Süden. Ja, da hab ich auch durchaus Korrekturlevels im Bereich 97 und dann hier 94 kommen sehen, aber immer auch vor dem Hintergrund, dass die Bank of Japan das wohl kaum zulassen wird, ihre Politik als gescheitert anzusehen. Die Abenomics, beziehungsweise auch gut, jetzt fundamental trägt es keine Früchte, aber letztlich gesehen hat die Notenbank hier verbal interagiert und auch dann sozusagen Maßnahmen ertroffen im Sinne der Fortsetzung ihrer Aufkaufprogramme. Ich meine, der Notenbank gehört ja schon die Hälfte aller japanischen ETFs, das muss man sich mal einfach vorstellen. So richtig normal ist das auch nicht. Aber im Grunde genommen haben wir hier eine richtig schöne Bodenbildung gesehen und dann eben die Trendumkehr. Und guckt euch das an, der knallt hier ähnlich, was der Goldpreis seit 6 Wochen macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Völlig konträr, ja, der US-Dollar stark, Gold schwach. Genauso sehen wir es hier im Bilde. Wenn der Goldpreis schwächelt, profitiert US-Dollar, Yen insbesondere dann auch in dem Fall als schwacher Gegenpart. Und das seht ihr hier wie in einem Spiegelbild. Also ganz, ganz fantastisch. Wir können hier bei Guidance sogar auch mal kurz mal den Goldpreis dazu nehmen als zusätzliche Adaption. Da ist es schön zu sehen. Insbesondere hier, als der Ausbruch kam. Also das ist im Prinzip hier der Goldpreis, die Linie. So, ein bisschen dicker das Ganze. Übrigens, ich glaube, gestern war der Yen auch ganz interessant. Ich habe den nämlich, also ich habe die Fed, das sage ich ganz ehrlich, ich habe sie hawkisch auf dem Schirm gehabt. Also die Wahrscheinlichkeit dafür habe ich da gehabt. Aber dass sie so hawkisch rauskommt, das habe ich nicht gedacht. Und ich habe ausgehend von der 116er Region übrigens kurzzeitig sogar schon erste Szenarien begonnen zu formulieren für mich im Kopf.
wie man vielleicht Dollar-Yen versuchen könnte, gegen die 116 Short zu handeln. Ja, definitiv. Ich hatte aber auch ganz klar gesagt, ich will erst sehen, dass der das Tief des Vortages rausnimmt, was ungefähr bei 114,80, nee, des Tages rausnimmt. 114,80 lag das ungefähr. Ich bin so froh, dass ich das als Filter reingelegt habe. Also nicht, dass das ein Problem gewesen wäre, weil du hast einen Stop auf der Oberseite, aber richtig. es wäre einfach ärgerlich gewesen, wenn du dann so eine Explosion da siehst. Wie du sagst, Explosion, das ist ja auch Austral-Dollar-Yen zum Beispiel, massiv hier, wahnsinnig ausgebrochen aus dem Abwärtstrend. Und das ist beim Forex-Markt nichts Ungewöhnliches. Wer da natürlich den langen Atem hat, solche Trendbewegungen durchzuhalten, der nimmt nicht nur 200, 300 Pips mit, sondern da redet man im vierstelligen Pip-Bereich drüber. Man muss aber auch bedenken, natürlich sind Swaps, also die Differenz aus den Ja, Zinsunterschieden, wobei, muss man bedenken. Austral-Dollar-Yen jetzt nicht natürlich, ne? da wird es richtig attraktiv. Da Ich habe wird es jetzt zum Beispiel attraktiv, exakt. heute Morgen vielleicht gar nicht gesehen, aber ich hatte in der Short-Position Euro-US-Dollar, also wir reden jetzt hier noch nicht mal von einem Währungspaar wie dem Aussie, sondern Euro-US-Dollar. Ich habe, wie gesagt, 50.000 bei dem Bruch der Tiefs verkauft. Das war gestern Abend eben noch, ist der Break erfolgt. Ich habe bereits jetzt dafür einen Swap bekommen von 2,56 über Nacht und das wird jetzt pro Tag laufen. Also das heißt, die Position, wenn ich die jetzt sagen wir mal, ich weiß nicht, ein halbes Jahr offen habe, weil der bis dahin braucht, um mein Kursziel zu erreichen, Richtung Parität zu laufen und sowas, ich glaube nicht, dass es so lange dauert, aber dann kriege ich im Grunde genommen für jeden Tag, kriegst du da einfach mal 2,50 € gutgeschrieben für Wobei, 50.000. Jens, aufpassen, Mittwoch haben wir den Dreitages-Swap vom Wochenende mit drin. Ja, also ich habe das schon hochgerechnet jetzt. Ach Also das so, heißt, der, dass du hast das schon hochgerechnet, du fixes Kerlchen, ja, dann ist ja gut. Genau, also sagen wir mal 30 Tage im Monat, so 2,50, dann sind wir schon also bei 50 Euro, so Pi mal Daumen. Das da, kann schon ja. attraktiv sein. Also ich meine, jetzt muss man das in Relation des Handelskontos sehen und dergleichen. Und das bedeutet jetzt also 50.000 ist jetzt schon mal nicht eine Riesenposition. Ausgehend von dem Risiko, was ich eben bei dem Trade habe, jetzt reden wir von einem Prozent auf das Gesamtkonto, was ich trade, was dann wieder im Umkehrschluss bedeutet, dann machen so 75 Euro jetzt den Kohl nicht unbedingt fett, aber nichtsdestotrotz, das kann auch für kleinere Trader ganz interessant sein. Und in dem Zusammenhang sei mal verwiesen auf zum Beispiel solche Devisen-Trader-Größen wie zum Beispiel Bruce Kohner, der in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren eine große Nummer auch war, einen riesen Hedgefonds auch betrieben hat und dergleichen, der auch von dem Schwager in dieser Markengesatzreihe interviewt worden ist, der hat vieles seines Geldes tatsächlich in sogenannten Carry-Trades verdient. Weil Genau. das ist ja auch die nächste Sache. Es kommt ja nicht nur dazu, dass du diesen Swap bekommst, sondern wenn du hier ein Risk-On-Marktumfeld hast, das heißt also, wenn auch Risiko in den Markt reinkommt Ganz und genau. Steigt Wachstum das eben, Währungspaar? dann ist natürlich ja, das sind Kapitalzuflüsse für Richtig, solche, ich nenne richtig. es jetzt mal Emerging Markets oder Richtig, beziehungsweise im Falle richtig, von Australien ist es kein richtig. Emerging Market, aber das kann halt nochmal eine Zusatzrendite sein, was auch den Devisenmarkt so unglaublich interessant macht. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf diese Trades, die ich ja für 2017 auch formuliert habe, geht, wo ich WTI halt bullish sehe. Wir wissen, dass der kanadische Dollar zum Beispiel positiv korreliert ist zum WTI. Wenn ich jetzt gehebelt eine Position Long handle in WTI, Negativ korreliert. also genau, negativ korreliert, also positiv zum Cut und negativ Richtig. zum Euro-Cut Entschuldigung, genau. korreliert, dann ist es eben so, dann hast du gehebelt im WTI Finanzierungskosten, um diese WTI-Position long offen zu halten. Wenn du jetzt dann sagst, ich handle stattdessen auch ausgehend von einer relativen Stärkebetrachtung Euro zum Beispiel short gegen den kanadischen Dollar, weil ich weiß, ich bin für die WTI bullish, ich weiß die positive Korrelation von, willst du mir mal kurz, ich rede nämlich Ich gebe dir hier. den Bildschirm mal. Auf jeden Fall, ganz kurz, ich gebe dir den Bildschirm, aber hier können Sie auch euch die Swaps angucken, meine lieben Leute, gell? Hier auf der Forex-Seite zu unseren Informationen, Forex Edelmetalle, da könnt ihr euch mal anschauen, wo die, ihr könnt es auch im MetaTrader das direkt live abrufen, das geht auch, aber hier habt ihr mal eine Übersicht, das machen wir also jede Woche, beziehungsweise bei starken Zinsveränderungen, zum Beispiel jetzt eben gestern durch die Fed zum Beispiel, dann wird das hier mal adaptiert, in der nächsten Woche müsste es wieder aktuell sein, aber hier seht ihr mal, ob ihr Geld verdient oder zahlen müsst, je nachdem, ob ihr Long oder Short seid, und der Australdollar ist hier im Prinzip eine starke Währung, obgleich hier Australien und Neuseeland-Dollar, da hat der Neuseeland-Dollar noch einen Zinsvorteil, aber ansonsten hier auf jeden Fall als Carry-Trade sehr, sehr interessant. Ich gebe dir den Bildschirm aber mal korrekterweise wieder, Jens. Jetzt hatten wir ja lange genug meinen auf dem Schirm und jetzt müsste es eigentlich gleich zu sehen sein. Da darfst du auch direkt mal deine Unterhaltung untermalen, sozusagen. Ja, genau. Ich zeige nämlich mal, es gibt ja hier in dem Bereich Experten, beziehungsweise es gibt ja Add-ons. Es gibt ja zum Beispiel das Mini-Terminal, das sieht man hier oben ja schon, bei welches man dann zügig auch Orders in verschiedener Form auflegen kann, OCO-Orders beispielsweise, Sell-Stop, Buy-Stop, bla. Und das hier auch dann versehen mit der entsprechenden Lot-Size, den Stop, den man auch zum Beispiel ein Prozent von seiner Equity, also von seinem Handelskonto oder seiner bestehenden
Kontogröße zum Beispiel dann nach Absetzen einer Position jetzt entsprechend aufsetzen kann. Also das ist ein feines Tool, dieses Mini-Terminal, und da gibt es eben ergänzend auch noch die sogenannte, kurz mal gucken, Correlation Matrix. So. Achso, nee, Moment, einen Moment, kannst du mir nur einen anderen Chart, machst du auf anderen Chart. Aber ich gebe dir recht, das ist ein sehr, sehr schönes Tool, um eben das auch so ein Stück weit und auch um das Klumpenrisiko zu verhindern. Ne, ganz wichtig, wenn man jetzt Währung und Rohstoffe tradet. Darauf komme ich gleich mal kurz zu sprechen, denn das ist nämlich, glaube ich, auch ganz interessant. So, jetzt baut er sich gerade hier im Hintergrund auf, kurz noch einen Blick. So, dann ziehe ich den mal hier rüber. Also, hier sieht man schon, das sind diese Währungspaare oder die Märkte, die ich da eben betrachtet habe. Tageschart, 500 Kerzen, das kann man sich abhängig von der jeweiligen Zeitebene sicherlich dann auch betrachten, je nachdem, was man dort als angemessen erachtet. Man erkennt eben sehr, sehr gut WTI hier zum Beispiel und Eurocat. Wenn man sich das betrachtet, Eurocat, WTI, sehr stark negativ, also tatsächlich ist es die stärkste Zahl negativ, ja, minus 6, beziehungsweise Aussie, Franken, Euro, Austral, dann nochmal ein bisschen schärfer. Aber was bedeutet das? Wenn man da draufklickt, dann steht da stark negative Korrelation, das heißt Positionen der gleichen Richtung auf diesen Symbolen löschen einander mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Oder anders formuliert, das heißt, stark negativ bedeutet auch, wenn ich jetzt eine gegenläufige Position habe, also WTI Long bin und Euro-Kanadischer Dollar Short bin, dann bin ich ganz offensichtlich in der gleichen Richtung unterwegs. Also wenn der eine steigt, sollte der andere fallen und umgekehrt. Das wird natürlich ein Problem, wie du schon sagst, mit diesem Klumpenrisiko. Wenn ich einfach mal hier ein Risiko von 1% Euro-Cut Short habe und WTI 1% Long, dann hast du eigentlich 2% Risiko in der Position, denn die Positionen entwickeln sich sehr, sehr gleich stark, sehr wahrscheinlich in die gleiche Richtung. Heißt, steigt der eine im Wert, sollte auch der andere im Wert steigen und umgekehrt. Das kann natürlich performance-technisch einerseits ein Booster sein, andererseits, wenn sich die Märkte gegenläufig entwickeln. Nehmen wir jetzt zum Beispiel WTI mal als Orientierung, guckt sich diese Entwicklung hier an. Ich bin im WTI beispielsweise long, ja, einfach jetzt mal so rein hypothetisch gesprochen, ich bin WTI long und gleichzeitig, gucken wir jetzt mal kurz hier, mache ich parallel noch auf, Dollar Cut bin ich Eurocut, aufgepasst. Was habe ich gesagt? Dollarcut, ne? Ja, den Looney wolltest du jetzt, glaube ich, zaubern, oder? Richtig, nee, ich meine Eurocut natürlich. Okay. Eurocut. Die Zunge ist wieder schneller als der Gedanke. Schlimm. So, dann sehen wir, das ist halt interessant, ne? Was wir halt hier erkennen ist, wir haben jetzt seit dem 6.12., wann war die Geschichte jetzt hier seitens der OPEC, NOPEC, der Deal, da haben wir natürlich eine scharfe Abwertung zu sehen bekommen. Das war jetzt in der Tat nicht Eurocut induziert, also hier sieht man auch eine Gegenbewegung dann, sondern das war primär dank der EZB letzte Woche, wo die den Euro durch die massive expansive Maßnahmen oder eine Ausdehnung der vorhandenen, so nennen wir es mal, nochmal abgewertet hat. Das heißt, das muss man auch immer so ein bisschen in Relation sehen und das muss man auch immer ein bisschen um die Ecke denken. Aber wir erkennen eben, dass eben hier kurzzeitig mal dieser bullische Impuls erfolgt ist. Dann, das war am Freitag nochmal, ja, am 9.12. Und dann sehen wir hier kurzzeitig nochmal dieses kurze Gap Down. Also wenn man ganz genau hinschaut, da muss man natürlich das mal ein bisschen reinzoomen und dann sieht man das. Ja, da gehen wir eben, kommen wir in den Handelstag hinein, nochmal unterhalb der Tiefs um 38,30 ungefähr. Und da gibt es eine Gegenbewegung, die uns jetzt hier zurückführt bis 1,40 ungefähr. So, das ist zwar jetzt keine Riesensache, aber man sieht, wenn ich jetzt Eurocut Short bin, dann sehe ich einfach mal, vielleicht lasse ich mich hier einstoppen und dergleichen, dann sehe ich einfach mal, halt entwickelt sich der Markt gerade entsprechend gegen mich. Ja, wenn ich einen Stop hier oben habe, interessiert mich das noch nicht, aber nichtsdestotrotz ist es so, der Markt entwickelt sich gegen mich. Wenn ich gleichzeitig WTI Long bin auf diesem Break jetzt auf neue Hochs, dann passiert Folgendes, ich bin da oben irgendwie Long, der Markt sieht kein Follow-Through und korrigiert jetzt und ich bin eben entsprechend ganz offensichtlich auch hier in einer negativen Entwicklung dann gefangen. Und das ist umso unangenehmer, wenn ich jetzt in beiden Assets eben mit in Anführungsstrichen vollem Risiko fahre. Wenn mein Handelsplan zum Beispiel sagt, riskiere 1% pro Position. Und das gilt es eben entsprechend zu berücksichtigen. Und wenn wir jetzt mal kurz auf diese Trade-Gedanken kommen, meinerseits, kurz einen Blick, ich hatte die schon aufgemacht, dann ist nämlich Folgendes, also ich habe jetzt zum Beispiel hier diverse Assets eben betrachtet, ja, zum Beispiel Euro-US-Dollar-Short. Ich kann, wenn man möchte, auch gerne mal hier ganz kurz vielleicht den Link einstellen in die Chatbox für diejenigen, welche die es interessiert. Ich nenne das mal Top Trades, Top Trades 2017. So. Und ich habe jetzt, wie gesagt, Euro-US-Dollar-Short. Ziel Parität 1.000 und tiefer 95.
Ich habe das auch fundamental begründet natürlich. Ich habe da die Fed noch nicht mit eingearbeitet, denn dieser Artikel, der ist von Dienstag. Aber die Fed hat jetzt im Grunde genommen auch diesen Treiber geliefert, der dann tatsächlich nochmal dazu führt, dass hier früher oder später sehr wahrscheinlich dann hier auch fundamental im Lauf in Richtung Parität sehr wahrscheinlich wird. Das ist eine Grafik wiederum, die das EZB-Balance Sheet einfängt, hier in Orange. Invers wohlgemerkt, das heißt also eine Ausdehnung der EZB-Bilanz findet hier statt und über kurz oder lang wird diese Ausdehnung der EZB-Bilanz dazu führen, dass der Euro weiter abwerten sollte, ganz besonders wenn dann der Counterpart hier, die Fed für den US-Dollar zum Beispiel, dazu führt, dass eben das einen restriktiveren Kurs gibt. Und das bedeutet, es gibt an sich dann ein sogenanntes ausweitendes Zinsdifferenzial, das heißt, es ist attraktiver, Assets in Euro günstig sich zu leihen und höher verzinst in US-Dollar anzulegen. Das ist der Grundgedanke, der dem unterliegt. Ja, und wenn man das eben dann mit dem technischen Bild hier, mit dieser Signifikanz dieser Support-Region noch kombiniert, dann hat man in meinen Augen ganz attraktive Möglichkeit, sich short zu positionieren. Und das ist auch dieser Trade, den ich eben hier im Grunde genommen eben entsprechend abbilde und wo ich auch sehr glücklich darüber bin, dass ich eben mich dann mit dem Zinsvorteil positioniere. Das bedeutet also, ich bekomme hier, und das sieht man da, einen positiven Swap gut geschrieben. Das bedeutet etwas anders. Ich habe Zeit für den Trade. Das heißt also, ich habe hier keine große Eile, sondern der Trade, der kann sich wirklich monatelang von mir aus Zeit geben, um hier diesen Take-Profit zu erreichen. Dieser Zinsvorteil wird bestehen bleiben und ich verdiene dadurch schon bereits Geld. Das ist nicht viel, aber bei 2,56 Euro reden wir einfach mal pro Tag von einem Pip, einen halben Pip ungefähr, und das kann dann schon ziemlich attraktiv tatsächlich sein. Zum Beispiel sieht man ja auch hier, also als Profi denkst du auch über die Kosten nach. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, deswegen ist ein JFD als Broker ja zum Beispiel auch so attraktiv, weil die Konditionen so unglaublich attraktiv sind. Du hast mit dem Swap jetzt beispielsweise auch schon hier die Kommission von 2,675 fast verdient. Also ich bin für den Trade im Grunde genommen Break-Even unterwegs. Also das bedeutet, ich habe noch nicht mal Kommission bezahlt, denn das wird durch den Swap konterkariert und alles, was darüber hinausgeht, verdient dann eben bereits eben entsprechend schon Geld. Das ist natürlich auch kostentechnisch optimiert. Also Trading wirklich als Business zu betrachten, besonders wenn du halt professionell eben arbeitest, ist essentiell wichtig. Das wird jeder Unternehmer, der jetzt hier vielleicht auch zuhört, wird das bestätigen. Also wenn du, weiß ich nicht, bist Maler oder so, hast eine Malerfirma, du willst natürlich qualitativ hochwertige Farbe kaufen, ja, und dann auch mittels dieser Farbe mit dem entsprechenden richtigen Maler kannst du dann eben auch eine super Arbeit abliefern, die dann dazu führt, dass eben langfristig dieser Kunde auch wieder kommt. Nichtsdestotrotz ist es eben so, du guckst trotzdem auf die Kosten und stellst natürlich eine Kosten-Nutzen-Frage. Das macht man als Unternehmer schlichtweg so und als Trader bist du nichts anderes, nur halt im Trading, du weißt, ein Business. So, das also aus dieser Perspektive ganz kurz mal für den Euro-US-Dollar, Euro-AUD-Short, ja? Der Link scheint nicht ganz so funktionieren, check das mal. Also zumindest sagt er irgendwie, da wird gerade in den Blog-Einträgen gearbeitet, kommen Sie bald wieder vorbei, schreibt der Günther gerade im Chat. Was ich jetzt noch sehe, hier Euro-Out-Short, ne? Da hast du ja hier, sag ich mal, eine gute Ansage gemacht. Ich habe den auch lange, der lief auch sehr, sehr schön charttechnisch auswertbar. Der Witz ist bei diesem Währungspaar, gerade weil du von den Carry-Trades sprichst, der wirft richtig Geld ab. Also du kriegst bei einer vollen Not 4,14 Euro pro Tag. Und ja, das kann man sich mal hochrechnen, wohin das letztlich läuft am Ende. Das ist, wie gesagt, das ist ein klassischer Carry-Trade. Es gibt nicht viele Währungen, die das abbilden, aber Euro-Neuseeland-Dollar, Euro-Austral-Dollar sind zwei Währungen, die hier im Carry-Trade-Fokus tatsächlich auch bei den großen Devisenhandelsadressen stehen. Und ja, ich denke auch der Austral-Dollar, ich glaube, da kommt keine Zinssenkung mehr oder irgendwas. Also das ist meine fundamentale Einschätzung. Der Euro, wie gesagt, in Schieflage, Parität wird kommen etc. Also ich glaube, das ist ein schönes Setup, was du hier sozusagen skizziert hast. Was ich jetzt auch noch habe, vielleicht im Vorfeld des britischen Fundziens, ich habe meine Chartreaktion. Wir haben es noch nicht richtig. Was sagen. Genau, du wolltest was sagen zu. Ich habe das britische Pfund. Vielleicht, ich zeige mal kurz dann meinen Bildschirm und du kannst das Pfund kurz auseinandernehmen und dann gebe ich es wieder zurück. Ich habe nämlich meine Chart-Reaktivierung gekriegt und ich habe meine ganzen Big Picture Charts jetzt hier live. Und da würde ich euch gerne mal das britische Pfund kurz zeigen wollen. Link funktioniert, schreibt der Florian gerade. Das ist gut. Okay, dann war das wahrscheinlich beim Günther ein temporäres Problem. Einfach nochmal fragen, wenn es nicht geht. Ansonsten, Jens, also oder wolltest du noch zum Euro-Out direkt noch was ausführen?
Habe ich dich da jetzt schon wieder gebrochen, oder? Menschenskinder. Ich könnte das ganz kurz zu Ende führen, weil eigentlich Bitte, der bitte. Grund, ich könnte jetzt Gott sei Dank. natürlich, heißt hier so, da immer weiter, aber worauf ich hinaus wollte, war eigentlich Folgendes. Also auch Aussie Franken zum Beispiel, ich glaube, zum Aussie könnten wir jetzt auch ganz interessante Sachen sagen, von Ja. wegen Risiko, ne? Also Risk on bedeutet, also wenn die Aktienmärkte weiter long laufen, super Sache. Aussie Franken ist insofern ein Problem, als dass der Frankenwährung ein klassischer sicherer Hafen ist. Wenn es zu solch einem Deleveraging kommt, dann hast du einen potenziellen Part, der dagegen steht, dass es im Australdollar Franken zum Beispiel zu solch einem Breakout kommt auf der Oberseite aus diesem Dreieck, was sich ja auch schon seit langer Zeit hier etabliert. Also ich denke, super attraktiv. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch nicht jetzt versuchen, Bruch zu antizipieren, sondern wirklich den direkten Bruch handeln wollen, einfach weil das Risiko besteht, dass die Aktienmärkte kurzzeitig vielleicht mal ein bisschen schärfer korrigieren. Aber worum es mir eigentlich geht, hier kommen wir jetzt zu WTI Long bzw. Eurocut Short. Ich finde Eurocut Short insofern ganz attraktiv, weil er eben im Vergleich zu einem WTI Long einen positiven Carry abwirft. Das heißt also, man verdient damit schon mal Geld, obwohl man in einem stark dann hier negativ korrelierten Markt unterwegs ist. Das bedeutet also, wenn ich Long WTI bin oder Eurocut Short, spielt das, wenn ich mir dieses, Moment, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Nicht so gut. Kurz noch weg, mache ihn nochmal auf. Nein, hatte ich den nicht gerade hier offen? Oder hier offen? Gut, kurz noch weg. So. Also, wenn ich mir den jetzt hier betrachte, diese Korrelationsmatrix, dann sehe ich eben, dass diese beiden Märkte ganz offensichtlich eben genau das, den gleichen Kursverlauf abbilden. Und ich kann mit dem Eurocut zum Beispiel Geld verdienen. Und jetzt mache ich Folgendes und lasse diese Korrelationsbetrachtung mal einfließen. Der ein oder andere sagt, ja, schöne Spielerei, aber was soll ich mit meinem Trading damit anfangen? Was man machen kann, ist nämlich Folgendes. Ich mache dann diese fünf, oder schaue mir diese fünf Assets an in dieser Korrelationsmatrix. Und dann sage ich eben, ich schaue mir aus diesen fünf Märkten drei aus, die zum Beispiel attraktiv sind, um diese, ich nenne sie jetzt mal Top Trade 2017 abzubilden. Also das bedeutet etwas anders. Ich gucke mir einfach erstmal an, welche Märkte sind denn hier möglichst nicht miteinander korreliert. Das heißt also, was ich hier erreichen möchte, ist, dass ich natürlich Märkte habe, die nicht miteinander korrespondieren oder möglichst wenig korrespondieren, dass ich einfach ein diversifiziertes Portfolio habe für diese Top-Trades. Doch nochmal, wenn ich Eurocut Short gehe und WTI Long, habe ich im Grunde genommen ein und dieselbe Position und bin mehr oder minder überhebelt im Markt, kann natürlich dem entgegenwirken, dass ich sage, na, ich nehme die halbe Positionsgröße beim Eurocut, die halbe beim WTI, dann ist auch gut. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann mehr Positionen offen, zum Beispiel. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, ob ich das wirklich brauche oder ob es nicht eher Sinn macht, ein diversifiziertes Portfolio hier aufzumachen, welches dann eben diese Gedanken abbildet. Und was ich jetzt gemacht habe, ist mit dieser Korrelationsmatrix, ich habe mir einfach angeschaut, welche Märkte korrespondieren denn nicht miteinander. Dann sehe ich zum Beispiel EURUSD und interessanterweise EUROCUT. Steht nur bei plus 12 die Korrelation hier. Das bedeutet, die sind zwar leicht positiv zueinander korreliert, also steigt der Euro, sollte auch EUROCUT steigen, aber eben nicht in dem Ausmaß, dass man hier sagt, da kommt dann wirklich auch genau der gleiche Impuls auf den Weg gebracht. Also das heißt, ich könnte eigentlich sagen, diese beiden sind nahezu nicht miteinander verwandt. Also sie sind verwandt durch den Euro, aber eben auch irgendwie nicht. Die entwickeln sich nicht gleichläufig. Deswegen wäre zum Beispiel, wenn ich dann wiederum WTI mit Eurocut formuliere, sage, okay, ich habe beim Eurocut Short einen positiven Carry, also nehme ich den Eurocut und den Euro-US-Dollar. So kommen die beiden zum Beispiel hier drin vor. Und dann gucke ich mir an, was macht eigentlich der Australdollar-Franken? Oder Euro-Australdollar. Ich weiß jetzt, Aussie-Franken und Euro-Australdollar sind wieder sehr stark negativ korreliert. Das heißt, ich entscheide mich für einen von beiden und mache das jetzt abhängig davon, wie sind die denn korreliert zu Euro-US-Dollar und Euro-CAD. Und dann sehe ich einfach Aussie-Franken, Euro-US-Dollar minus 26. Okay, wenn der eine halt steigt, dann sollte der andere fallen, aber eben auch nicht ganz so stark. Und gleichzeitig gucke ich mir den Euro-CAD an. Da sehen wir minus 38. Da wird es schon ein bisschen interessanter. Aber es ist nicht super stark, diese Korrelation. Und das bedeutet, für ein breit diversifiziertes Portfolio könnte ich mit dieser Korrelationsmatrix dann aus diesen fünf Assets sagen, drei Euro-US-Dollar Short, Euro-CAD Short, Aussie-Franken Long. Und habe dann im Grunde genommen relativ attraktiv das schon abgebildet. Jetzt kann man natürlich noch Spielereien bringen, wie zum Beispiel Positionsgröße noch optimieren und dergleichen, sagen, ja, aber irgendwie sind die ja schon korreliert. Aber alles in allem bekommt man schon einen sehr, sehr guten Eindruck darüber, wie man eben ein recht gut diversifiziertes Portfolio mit einfachen Mitteln aufstellen kann, wo man eben es dann schafft, wie gesagt, eine Diversifikation zu haben. Das heißt also, nicht alles in einen Korb zu schmeißen und dieses, was du gerade nanntest, ein Klumpenrisiko eben schlussweg zu haben. Ja, und das ist im Grunde tatsächlich so die Hauptmotivation dieses Artikels gewesen. Weniger eigentlich, was ich auch einleitend schreibe, weniger eigentlich, um zu sagen, ich gebe jetzt hier mal ein paar Calls und sage, in einem Jahr gucken wir mal, wo dann eben entsprechend der Markt hingelaufen ist und welcher
Call aufgegangen ist, sondern einfach mal eine Idee zu bekommen, wie kann ich sowas eigentlich professionell angehen, also gut auch analytisch und ja, diese Diversifikation, von der immer viele eben entsprechend reden, erreichen. Jens? Das wäre es auch meinerseits gewesen. Nee, ist alles safe. Wunderbar. Wie gesagt, ich habe auch gerade vom Richard die Zahlen. Wo kann ich Ihren Jahresausblick für 2017 sehen? Vielleicht den Link nochmal reinstellen. Ansonsten werden wir das jetzt ja noch thematisieren, beziehungsweise heute Nachmittag zur US-Session uns mal vornehmen. Also da wird es auf jeden Fall noch reichlich bedient, was das angeht. Das heißt, heute Nachmittag werden wir natürlich die Märkte mal auswerten. Also ich sag mal, aktuell vom Geschehnis her, Euro-US-Dollar aktuell 55 Pips seit dem European Opening, da läuft gar nichts. Britisch Pfund US-Dollar am Vortagestief abgeprallt nach oben, da geht auch nichts. Also ich muss sagen, das ist alles DAX. Der macht jetzt hier gerade nämlich das, was wir schon hatten. Ich hatte gerade schon, als du gesprochen hattest, überlegt, ob man vielleicht den Lauf unter das den Kassa Open, den ich hier mit der türkisfarbenen Linie eingezeichnet habe, dass man den da vielleicht dann, vielleicht beginnt, überlegen, Short zu gehen, weil dann beginnen wir ja so eine Sequenz, dann hier fallende Hochs, fallender Tiefs. Ich muss allerdings sagen, ich habe diesen Gedanken auch gleich wieder verworfen, weil das reicht mir noch nicht. Also dafür ist das Marktumfeld gerade zu stark. Ich tue mich schwer damit, jetzt hier in diese Stärke reinzuhalten. Heißt anders, ich möchte wirklich nicht nur sehen, dass der unter das Kassatief fällt, sondern ich möchte neue Tagestiefs sehen. Und von dort dann einen Rücksetzer könnte man intraday überlegen, so zu handeln. Jetzt wird es aber dann schon insofern auch wieder blöd, weil man schaut auf die Uhr, wir haben jetzt 10.45 Uhr, also wird langsam schon wieder Mittagszeit. Also wenn es solch einen Impuls gibt, dann vielleicht ausgehend von den US-Märkten oder wie gesagt von 14.30 Uhr, wo ich sagen würde, wir gedulden uns vielleicht noch ein bisschen, bevor wir, wenn überhaupt, ein Szenario für den DAX formulieren. Vielleicht tut man auch gerade gut daran, einfach zu sagen, die Chancen werden wieder kommen. Also ich weiß, es fällt schwer, mir ganz besonders, einfach weil Trading einen Riesenspaß macht. Mhm. Aber wenn der Markt es nicht hergibt, dann also kannst du es nicht erzwingen. Also das macht einfach keinen Sinn. Zurückhaltung hat er richtig, Jens. Also ich meine, du sprichst aus der Praxis. Ich meine, wir haben beide schon lange genug getradet und wir hatten auch die Phase nach dem Motto, traden zu müssen, weil die Zeit eben da ist. Nach dem Motto, jetzt, ich hatte auch eine früheren Zeiten, wo ich noch hauptberuflich anderswo tätig war, 2 Stunden Mittagspause und in den 2 Stunden wollte ich den Markt scalpen. Ja. Dass das natürlich unrealistisch ist oder teilweise zu Erfolgen führt, aber langfristig nur im Desaster enden kann, ist auch klar, weil man sich sozusagen immer auch der Ruhe hingeben muss und auf seine Setups warten muss und die kommen eben nicht immer zur gleichen Zeit oder zur jeden Stunde oder wie auch immer. Da ist eben Geduld eine sehr, sehr starke und wichtige Tugend beim Trading und weniger tun ist hierbei manchmal besser als mehr. Ist natürlich für den Broker selbst jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft, aber wir sind ja, also JFD ist ja nur erfolgreich, wenn ihr erfolgreich seid. Das heißt, wenn ihr eure Konten gegen die Wand fahrt oder Geld verliert, da ist keinem geholfen. Und insofern ist hier auch Restriktion bzw. Zurückhaltung auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Jens, wie gesagt, wir haben jetzt gute 2 Stunden rum. Wir machen noch ein Stück, würde ich sagen, eine gute Viertelstunde. Dann haben wir die Mittagspause. Und zur Erinnerung, jetzt muss ich direkt mal gucken, also 14.15 vor den US-News, die heute 14.30 kommen, gehen wir in den Markt. Ich weiß aus der Erfahrung heraus, dass eigenartigerweise am Nachmittag weniger Zuschauer sind. Also wir sind im dreistelligen Bereich. Das freut mich auf jeden Fall schon mal wieder zu diesem Event. Der Witz ist nur, am Nachmittag haben wir eigenartigerweise in der Vergangenheit immer weniger Teilnehmer als am Vormittag gehabt. Vielleicht kann mir der ein oder andere mitteilen, woran das liegt. Seid ihr unserer Stimme satt oder seid ihr einfach zeitlich dann nicht mehr verfügbar? Seid ihr nur die Guten Morning Trader? Vielleicht mal in den Chat mal Feedback dahingehend geben, woran das liegt oder ob wir euch heute Nachmittag alle wiedersehen, weil da geht's, der Markt geht ins Bett. Okay, das liegt wahrscheinlich an dem global aufgehangenen Zugang, sprich deiner... Er kommt aus Australien. Marc ist aus Australien. Naja, ich wollte es gerade sagen. Ne? Wir haben ja auch dann, wie gesagt, Ecuador schon dabei gehabt und viele, viele andere. Elena, jawohl, abgemeldet und vergessen wieder einzuloggen. Dann, wie gesagt, einfach mal dran denken. Das ist derselbe Login-Link übrigens. Ne? Das mal als Information, das ist derselbe Link. Also das ist der gleiche Weg, den ihr jetzt hier morgen gefunden habt, wenn ihr heute Nachmittag Lust habt. Dann werden wir nochmal sehen, was der Markt nochmal für Action hergibt. Wird spannend. Vielleicht jetzt, Jens, im Vorfeld der Bank of England, gibst du mir vielleicht mal kurz den Chart und dann lass uns nochmal ein bisschen was übers Pfund erzählen. Chart, was sage ich denn jetzt? Das Bild meine ich. Aber den Chart vielleicht. Und dann können wir da nochmal mit. Die Nachmittagssession, Manfred, beginnt 14.15 Uhr. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, um ehrlich zu sein. Aber ich meine ja. Ich habe jetzt die E-Mail nicht mehr gelesen. Ich kann es aber gleich nochmal prüfen. Aber 14.15 vor den News sozusagen. So, meine lieben Leute, jetzt seht ihr hier erstmal einen schönen Chart. Und zwar wirklich Big Picture, wie ich es denn auch mag.
Was? Hans schreibt, einmal funktioniert dann am Nachmittag nicht mehr über den Link. Aber eine neue E-Mail wird in der Regel nicht verschickt. Also da bitte mal prüfen. Das wundert mich jetzt. Wenn das so sein sollte, dann am Nachmittag ASAPs den Support anschreiben und um Zusendung des Links bitten. Jens, hast du den Link nochmal, kannst du den Link nochmal reinstellen in den Chat vielleicht gerade? Ja, warte, den muss ich aber jetzt erstmal hier im Hintergrund. Suchst du ihn mal. Ich gehe mal so lange auf das Pfund ein. Ihr seht hier, meine lieben Leute, den Monatschart zum Cable. Ja, also mein Pfund ist eine Währung, die gibt es schon seit dem 12. Jahrhundert, also Sterling Pound, muss man auch wissen. Ja, neben dem Goldpreis ist das Pfund als solches die älteste oder eine der ältesten Währungen der Welt. Das ist hochinteressant zu wissen. Ich gehe jetzt nicht bis ins 12., 13. Jahrhundert zurück, keine Sorge, weil der US-Dollar war damals noch nicht existent. Aber hier jetzt mal sehr schön zu sehen, bis in die 80er Jahre zurück. Und das ist schon ein interessanter Chart, den wir hier sehen, der uns einfach mal zeigt, was beim britischen Pfund eigentlich so vor sich gegangen ist und was noch vor sich gehen könnte. Ich adaptiere und vermute ja vor dem Hintergrund, dass der US-Dollar im Jahr 2017 aus meiner Sicht, wie gesagt, keine Handelsempfehlung, muss ich nochmal sagen, aber man muss als Analyst und Trader eine Meinung haben und von dieser Meinung natürlich dann auch abweichen, wenn es andere Signale gibt. Aber zumindest darf man mal eine Vorstellung haben oder muss eine Meinung haben, ist zu viel. Man sollte im Prinzip keine Meinung zum Markt haben, aber man sollte eine Idee zum Markt haben. Also zumindest sich Optionen zurechtlegen, die man eben handeln kann. Eine Meinung vom Markt zu haben, ist gefährlich, das muss man jetzt aufpassen. Der eine oder andere wird sagen, um Gottes Willen, lieber ohne Meinung traden, das ist am seriösesten, da gebe ich recht. Aber man muss sich auch ein Bild über die möglichen Szenarien machen. Und insofern gibt es auch immer Alternativ A und B. Ihr habt es vorhin beim Silberchart gesehen. Ja. Wenn der über 17,25 Dollar ausgebrochen wäre, dann wäre es ein Long gewesen. Hat er nicht gemacht. Nochmal kurz der Silberchart. Wovon spreche ich hier? Wo haben wir das jetzt? Warte, wo war ich jetzt den Silberchart hin? Den doch gerade jetzt hier irgendwo gehabt. Habe ich den schon wieder gekillt? Übrigens, wenn wir schon bei Meinung sind, ich bin britisch Pfund ja für die nächsten 6 Monate long mit Ziel 1,40. Ah, sehr, 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 sehr schön, Jens. Das ist eine interessante These, die ich jetzt gleich mal versuchen werde einzufangen und dann will ich auch mal schauen, wo ist denn der Silberchart hin? Ah, hier ist er. Das ist das mit dem Silberchart. Ja, also hier, man braucht immer Szenarien und eine gewisse Meinung mit so einer bärischen Flagge sollte man sich auch bilden. Und wenn er hier über 17,25 gegangen wäre, dann wäre mein Szenario B, die unwahrscheinlichere graue Variante, wahrscheinlich zum Zug gekommen. Jetzt hat er, und da schieße ich auch zur Mittagszeit nochmal einen Artikel raus, jetzt hat er definitiv den blauen Impuls getriggert und mit Verlaub, also wenn der nicht bis 15,50 fällt oder 15,65, dann, ja, dann wäre es eben so, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, sehe ich als erhöht an. Das mal hier auf den Punkt kurz gebracht, zu Meinungen bilden und dergleichen. Elena, übrigens schön, dass wir einige Damen auch heute hier in unserem Forum haben. Ist ja eher die Minderheit, aber ich sehe, wenn ich mal die Tracking-Liste durchgehe, viele Damen und das ehrt uns sehr, Jens, das wird wahrscheinlich an dir liegen. Ja, dein männlicher Charme hat hier sozusagen die Damen in das Webinar gezogen. Aber auf jeden Fall Auf jeden Fall. vielen Dank an dieser Stelle, auch für alle anderen. Ich habe übrigens noch einen Zweitjob mit meiner Stimme woanders, aber das ist nicht Thema dieses Events hier. Oha, oha. Okay, ich will hoffentlich nicht bei einem Trickfilm, aber auch das soll ja sehr lukrativ sein. Okay, wir gehen mal kurz zum Fund zurück. Tatsache, Jens sieht die Geschichte long. Sehe ich ähnlich. Also, was ich sagen muss mit dem Bruch der 1,3505, den neuen Jahrzehnte-Tief wohl bemerkt, war mein Ziel 1,20. Warum? Gut, das ist jetzt wirklich, wir reden hier über Jahrzehnte. Da gab es damals noch nicht mal die EU in heutiger Form. Es gab noch nicht mal den Euro. Von der globalisierten Welt waren wir auch weit, weit weg. Und auch die Ölknappheit 2000, wir fahren alle ohne Sprit, wurde da auch noch thematisiert. Das heißt, es ist so weit zurück, dass es kaum Sinn macht, das abzuleveln. Aber die runde Hausnummer 1,20 am Optionsmarkt sind runde Hausnummer immer wieder ein Thema. Und hier der grüne Balken, der ist auch schon vor dem Brexit eingezeichnet worden. Und das war ein Ziellevel, wo ich sage, das ist abgearbeitet worden mit dem Low hier im Oktober bei 1,1926. Ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, du sagst, die 1,40 wäre ein idealer Pullback. Und das aber alles trotzdem nur korrektiv. Das heißt, übergeordnet sind wir hier in einem Abwärtstrend. Das lässt sich mal nicht beschwichtigen. Jetzt können wir auch hier so einen Trendkanal ziehen. Also ich will nicht sagen, dass das jetzt ewig weiter gen Süden geht, aber grundsätzlich haben wir hier eine sehr, sehr bärische Tendenz. Und eine korrektive Erholung dürfte bei 1,35 oder 1,40 möglicherweise enden. Oder es gibt dann eben einen großen Turnaround. Tatsache ist, für 2017 sehe ich ja einen Top beim US-Dollar-Index. Und deswegen glaube ich, dass der Euro aufwerten wird und auch das britische Pfund meines Erachtens. Was ich favorisieren würde, wäre allerdings so ein Doppelboden, Jens. Also wenn der hier nochmal zurückkommen würde in Richtung 1,20, der muss ja noch nicht mal ein neues Tief machen, aber das wäre so für 2017 meines Erachtens auch ich sag mal, der Top-Trade des Jahres. Wenn man dann das
Pärchen einsammelt, vor dem Hintergrund, dass es dann den Turnaround gibt. Also wir sehen jetzt auch gerade die Monatskerze, das ist ja so eine Art Hanging Man oder wie auch immer man das nennen will. Ist gar nicht wichtig, wie man die Kerzen jetzt nennt, ja. Im Grunde genommen sehen wir aber, dass das Monatshoch abverkauft wurde. Wir sind ja kurz vor einem neuen Monatstief, Dezember. Und die Kerze macht einen sehr bärischen Eindruck. Und sollte jetzt der US-Dollar weiter nach oben driven, dann sehe ich das sehr, sehr schön auf uns zukommen, dass wir hier die 1,20 nochmal touchieren für 2,17. Und das könnte auch ein Trade des Jahres werden, dass der hier unten sozusagen, ja, also wenn der Euro, US-Dollar, sag ich mal, noch seine 400, 500, 600 Pips nach unten zieht, dann dürfte das britische Pfund möglicherweise mitkippen. Und dann haben wir hier technisch ein hervorragendes Support-Level, von wo der nach oben schnippen könnte. Und weil es so schön ist, zeige ich euch auch mal die Saisonalität zum britischen Pfund mal fürs ganze nächste Jahr. Ja, ist jetzt ein bisschen, vielleicht jetzt schon wieder mystisch, aber wir wollen mal, dann müssen wir jetzt mal 270 Handelstage nehmen wir mal. Und dann gucken wir mal, was der jetzt ausspuckt. Jetzt muss er eine Weile laden, um die ganzen Kurse einzuspeisen. Jetzt will ich mal hoffen, dass es keinen Hänger gibt in der Software, weil es doch ein bisschen also, was an Datenmaterial, na, keine Rückmeldung, das war klar. Was vielleicht auch immer ganz, ganz, ganz sinnvoll ist, die Frage, die sich natürlich vielleicht viele stellen werden, ist, was sollte denn überhaupt britisch Pfund treiben? Brexit und dergleichen, und dann reden wir auch nicht mehr von vielleicht Great Britain, sondern wird es irgendwann Little Britain, weil Schottland und Co. werden es sicherlich mit dem Brexit auch nicht so großartig finden. Warum sollte britisch Pfund aufwerten? Was da, eventuell fällt das sogar schärfer aus, als das viele sich derzeit vorstellen können. Vielleicht dieser Doppelboden, ich finde diesen Gedanken super gut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der gleich nach oben wegzieht, und zwar folgende Überlegung, was ich nämlich, also fundamentaler Treiber könnte sein, was die Briten ja oder die britische Notenbank, was die vielleicht ja sieht, ist auch, dass die Inflation ja beginnt anzuziehen. Also nicht nur jetzt dank des anziehenden Ölpreises, sondern auch, weil das britische Pfund so massiv abwertet. Und die importieren sich Inflation, und auch wenn die konjunkturelle Situation, die wirtschaftliche Lage der Briten recht solide sich darstellt, auch vom Arbeitsmarkt und dergleichen, würde ich jetzt mal sagen, ist das keineswegs so, dass wir einen wirklichen Boom haben. Und das heißt, das Risiko einer Stagflation ist auch in Großbritannien gegeben. Also anfliegende Inflation, gleichzeitig stagnierendes Wirtschaftswachstum. Wir sehen enorme Preissteigerungen am Immobilienmarkt. Das heißt, früher oder später wird vielleicht die britische Notenbank sich sogar gezwungen sehen, an der Zinsschraube zu drehen, was man jetzt derzeit gar nicht vielleicht auf dem Schirm hat. Übrigens. Und das könnte den Markt wirklich überraschen, also dass da wirklich auch ein scharfer Spike kommt. Das war auch ein Thema hier 2013. Du erinnerst dich vielleicht, Jens. 2013 ging es ja auch um mögliche Zinsanhebungsfantasien in UK bis in 2014 hinein. Und dann kam die Wahrheit so langsam ans Licht. Wir erinnern uns, dass es dann eben ja, mehr und mehr verarschte. Und dann haben wir entsprechend... Ja. Eine super coole, ein super cooles Bild, was damals, ich glaube, die Financial Times gezeichnet hatte. Das habe ich zufällig gelesen, an einem Flughafen stehend. Ich muss mich unbedingt loswerden, weil ich fand diese Geschichte, dieses Bild einfach so großartig. Erinnerst du dich an die WM 86, als Maradona dieses wunderbare Tor gegen England geschossen hat, damals im Viertelfinale, als er von der Mittellinie durchlief? Das war das Spiel, wo er die Hand Gottes holte, deswegen ändert sich vielleicht der ein oder andere nicht an diesen Sololauf. Aber Maradona startete von der Mittellinie durch. Ja? Und er lief im Grunde genommen durch die britischen Abwehrspieler durch, wie so Marionetten stehend am Rande. Und was jetzt da dann als Bild gezeichnet wurde seitens der britischen Presse war folgendes. Sie haben gesagt, das macht Carney ganz genauso. Und das war 2013. Das hat er super gut gemacht. Der hat die ganze Zeit immer so getan, als ob, ja, und die Marktteilnehmer haben antizipiert, boah, da kommt bestimmt eine Zinsanhebung. Deswegen, und dann hast du auch die Spikes in den Gilts gesehen, in den britischen Zinsen und dergleichen. Aber Carney hat eigentlich gar nichts gesagt, der hat gar nichts gemacht. Der hat nur immer gegrinst, verschmitzt, das und da, lalala, gucken wir einfach mal. Ist so mitten quer durch die ganzen Abwehrspieler durchgelaufen und dann irgendwann blüht es denen, ey, Moment mal, der hat im Grunde genommen durch diese anziehenden Zinsen auch damals schon in gewisser Form diesen Boom am Immobilienmarkt auch versucht, so ein bisschen auch einzudämmen, weil das einfach schon damals gefährliche Züge angenommen hat. Mhm. Ja, und irgendwann blüht es den Markt, dann nehmen wir dann, oh, Moment mal, da war der Ball aber schon im Tor. Und ja, dann kam eben dieser Drop im britischen Pfund. Also ich fand dieses Bild einfach so groß. Ja, nee, da hast du recht, das ist gut skizziert. Das ist auch eine schöne Affirmation, wenn du dann sagst, du hast so eine Analogie, wo du das dann praktisch ein Stück weit noch visualisierst. Wenn du das Bild jetzt noch hättest, dass wir uns das sogar am Rechner anschauen könnten, wäre es noch besser. Wenn du den Artikel nochmal findest. Dazu vielleicht, jetzt hast du praktisch den Chart kommentiert hier auf Weekly Basis, Monthly, aber ich gebe dir recht, der kann natürlich nach oben ziehen, aber was sagt uns die Saisonalität? Wir sehen ja, das Bild mal wieder ein bisschen kleiner, das britische Pfund hier knapp über 2 US-Dollar damals hier im Hoch vor der Finanzmarktkrise, seither hier massiv in der Abwertung, das wirkt sich auch auf diese Saisonalität aus, die generell
Das sind die letzten 17 Jahre nach unten gerichtet. Das ist jetzt nicht überraschend, ja, weil das Fund ist ja tiefer als Anfang 2000 zum Beispiel, ja. Und die FTSE-Vektorlogik bzw. Saisonalitätsindikator zählt seit 2000. Und da sehen wir, dass es ja nur logisch ist, dass es irgendwie nach unten geht. Und jetzt hatte ich im Chat gelesen, den DAX wollen wir mal sehen. Den kann ich euch auch zeigen fürs nächste Jahr. Und da wird es auch keine Überraschung geben. Ihr kennt die Saisonalitäten. Sell it, may it go away. Beziehungsweise hier ist es eher so, dass wir auch von, werdet ihr ja gleich sehen. Die Daten müssen erstmal eingeladen, guckt euch das mal an. Ja, das ist hier dem kapitalistischen Grundsystem geschuldet. Die generelle, und das sind die Korrekturjahre 2008, 2009, und wie gesagt, die Dotcom-Blase sind auch dabei. Das reißt trotzdem nicht ab, dass der Markt generell nach oben gedrived wird. Und wenn wir uns den DAX Big Picture mal anschauen, ich zeige es euch mal kurz, dann können wir auch gleich zum Fund nochmal zurückgehen. Und dann müssen wir auch so langsam, wo ist jetzt der DAX Big Picture? Da ist er. Sekunde 21, 22, da haben wir den. Guckt euch mal den DAX an. Ne? Hier auch Monatschart. Mal sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen, hier in die 90er. Ganz nett aus. Aber es ist im Prinzip das Grundprinzip. DAX jetzt hier L4, das ist ein ganz wichtiges Level. Knapp seht ihr hier die Hochpunkte aus den Vormonaten, Schrägstrich 2015. Schönes Bild hier. Ja, der Aufwärtstrend ist intakt und eine Korrektur hätte ich mir gern mal gewünscht, aber ich glaube, so richtig kritisch wäre es erst, wenn wir hier die 9.350, und da sind wir jetzt dann gut 2.000 Punkte weg, wenn wir das Ding mal unterschreiten, dann denke ich mal, könnte mehr passieren. Mein Wunschszenario war ähnlich wie beim S&P, um das vielleicht mal kurz zu sagen, dass wir hier die 8.000, also dass wir das Level hier, das ist beim S&P vergleichbar, die 1.500, dass wir dieses Niveau hier, wie bei Pullback, einfach mal schön abarbeiten und dann der Markt auftritt. Aber das ist wirklich ein Wunschszenario. Da, Das also, kommt noch. das wäre meines Erachtens, wäre das die Kaufchance des Jahrhunderts. Also wenn das wirklich kommen würde, und überlegt euch auch zum Beispiel eine Amazon-Aktie oder Aktien, die hier, sage ich mal, wegweisende industrielle Veränderungen schaffen, wo ich einfach sage, also ich finde die Amazon zum Beispiel als Story mega stark, jetzt auch mit ihren Shops zum Beispiel, mit ihren Pay-Systems, das wird kommen. Also ich meine, jede Kassenbedienung wird in 5 bis 10 Jahren keinen Job mehr finden, genauso wie ich auch der Meinung bin, dass selbstfahrende Autos eine Selbstverständlichkeit werden. Das wird man nicht, sage ich mal, vom Brot streichen können. Und das sind aber alles Entwicklungen, wo ich sagen muss, na, hoffentlich halten sich die deutschen Autobauer ran, dass wir die Autos entwickeln. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, da passiert so viel storytechnisch und dann kann man die Welt auch noch Dr. Doom technisch grau und trüb und schwarz malen. Der Mensch ist ein Entwicklungstier und wir werden uns weiterentwickeln. Und ich glaube auch, die Märkte werden das antizipieren und entsprechend weiter steigen im Prinzip des Wachstums. Aber wenn es eben Rücksetzer geben sollte, die ja auch normal sind und zum Markt gehören, dann wären das wirklich einträgliche Chancen. Und wie gesagt, es ist fast ein Wunsch, Jens. Du sagst, das würde kommen, aber ich muss ehrlich sagen, wenn es denn so käme, das wäre sicherlich ein Blutbad für viele, wenn der Markt wirklich einige tausend Punkte einbricht. Aber wenn wir hier solche Niveaus sehen, unter 10.000 oder zwischen 8.000 und 9.000 Punkten und der Markt dann auch wieder totgeschrien wird nach dem Motto, pfui Teufel, Aktien, man kann kein Geld verdienen und ihr wisst, wie die Schlagzeilen dann sein würden, das wäre dann definitiv eine Chance, wo ich sage, guckt euch das zyklisch an, einfach, wir sind im Zuge steigender Hochs und Tiefs generell. Beim Gold damals habt ihr das gesehen seit den 70er Jahren. Beim S&P sehen wir es. Wir sehen das. Der einzige Unterschied sind die Währungen. Ja, die laufen jetzt nicht exponentiell technisch gesehen, sondern da haben wir natürlich Währungsgefüge, die sich hier mehr oder weniger irgendwie um die Nulllinien langfristig mitteln. Aber grundsätzlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung und wir warten mal ab, was hier passiert. Ich will mal kurz zum Fund aber zurück. Jens sagt hier direkt nach oben. Kann ich mir vorstellen. Die Idee des Doppeltops hast du ja auch gesagt, klingt nice und wäre auch wie ähnlich beim DAX der Rücksetzer oder beim S&P 500, ein wunderschöner Einstieg. Wenn er nicht kommt, ja, dann schaut man nur hinterher. Ne? Das ist die Konsequenz. Entweder wagt man auch mal den Schritt ins Risiko, um eben hier auch an einer Bewegung zu partizipieren, die von höher startet zum Beispiel, wie jetzt DAX, S&P oder auch das Pfund hier. Oder man spekuliert auf solche Pullbacks oder Doppelboden oder irgendwelche charttechnischen Rebounds, um dann eben günstiger in den einen oder anderen Markt oder Index oder Aktie oder was auch immer zu kommen. Und da sind der Möglichkeiten viele und das könnt ihr auch nur für euch selber entscheiden. Was Jens mit seinem täglichen Morning-Meeting macht an dieser Stelle, 10:30 Uhr, nochmal erwähnt, auf unserem JFD-Desktop, wer es noch nicht weiß. Und ich weiß, dass es teilweise viele Leute nicht wissen und dass auch immer noch viele Leute nicht wissen, dass man mittlerweile über Guidance auch handeln kann mit JFD. Die Plattformen sind synchronisiert. Ihr könnt Orders in Guidance aufgeben, real, ihr könnt es auch mit Demo handeln, aber real handeln und die Orders werden synchronisiert mit dem MetaTrader. Das heißt, egal von wo ihr die ausführt, von welcher Plattform, ein Konto, zwei Plattformen, bis jetzt kommen noch welche dazu. Und dann könnt ihr das praktisch hier
komplett synchronisiert ausführen. Und ihr könnt über Guidance handeln, meine lieben Leute. Wie gesagt, ich habe auf der WOT festgestellt, das wissen manche immer noch nicht. Und deswegen wissen manche auch noch wahrscheinlich nicht, was hier auf dem Desktop abläuft. Hier ist nämlich der Jens, wie gesagt, jeden Morgen am Start und gibt exklusiven Research mit seinem Morning Meeting. Ich streue auch immer mal wieder schöne Analysen und auch Clips wie gestern zum WTI ein oder was auch immer. Das habt ihr hier in der Videobox auch immer noch mal im Review. Könnt ihr euch, wie gesagt, alles anschauen. Und da gebe ich euch den Tipp, besucht uns. Ihr könnt es auch hier mit dem Kundenservice direkt in Kontakt treten. Hier auch Austausch pflegen an dieser Stelle. So eine Art Social Trading, Social Media ist natürlich immer wieder groß geschrieben und Guidance ist ja so eine Art Plattform, Börsen-Social Media, sage ich mal. Das heißt, man kann ja Charts sharen, man kann sich austauschen. Jens hat einen Desktop, ich habe hier einen Desktop, wo, wie gesagt, immer wieder auch das Devisenradar gepostet wird oder auch Trades zum Beispiel. Oder spezielle Events, wenn jetzt hier irgendwas ansteht. Zuletzt, wie gesagt, habe ich weniger Trades gepostet, aber ihr wisst ja, dass ich dem Rainbow Trading verfallen bin. Und in dem Fall ist es jetzt kein Rainbow, aber es gibt auch hier immer wieder Ausschnitte von möglichen Trade-Ideen, die hier dann sozusagen gepostet werden. Da könnt ihr euch, wie gesagt, immer informieren. Und da gebe ich euch den Tipp, schaut einfach mal rein. Das war Euro-Out, ja, das war aber, ich muss sagen, das ist ein Chart hier, wann war das? Im November. Ja, genau. Ja, obwohl das Bild insgesamt, also ich meine, das sieht ja schon ganz gut aus. Der ist ja jetzt schon, der Ja. hat den Bereich abgelaufen, ne? Ich Ja. weiß ja gar nicht, was das Zeit. Also, Korrekterweise. das Zeitkugel, das war Fuzzi-Logik, ne? Das war, in dem Fall nicht. In dem Fall war es ein Momentum-Trade. Hier schöner Abwärtstrendkanal, negatives Momentum und ich spiele hier auch mit Währungsstärke. Hier schönen Gruß an Jay an dieser Stelle. Könnte ich euch am Nachmittag vielleicht auch mal zeigen. Das war im Prinzip, was ich mache, wenn ich Währungen spiele. Ihr wisst ja, dass ich den Rainbow ganz gern favorisiere, aber ich nutze auch ein Tool, was die 8 großen Währungen gegeneinander stellt. Ja, und wenn man die 8 großen Währungen in einen Korb mischt oder in einen Korb wirft sozusagen, dann kommt am Ende, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Bild finde oder ich müsste den MetaTrader einfach mal hochladen, dann kommen am Ende 28 Währungspaare raus. Wenn ich nur Gold und Silber dazu nehme, habe ich 30 Assets, die ich da im Prinzip bewerte. Und hier spiele ich, da haben wir es, ich kann euch das Bild mal zeigen, das ist das eine. Das sind die Top-FX-Pairs, die ich jeden Tag mir anschaue und die spiele ich gegeneinander. Da ist die ganze Welt vereint. Also wir haben China nicht dabei, den Renminbi oder den Yuan, nennt es wie ihr es wollt, der ist nicht dabei, weil eben noch nicht frei fungibel. Wenn das kommt, erweitert sich das Feld. Aber das ist im Prinzip, das sind die Top-Pairs, das ist eben Euro, Pfund, Australier, Neuseeländer, US-Dollar, Kanadisch-Dollar, Schweizer Franken und Yen. Und das alles zusammengewürfelt in den klassischen Pairs, Cross-Rates wie Major-Pairs und da kommst du auf 28 Währungspaare. Wenn ihr die alle im Fokus habt, oder die, wenn ihr die beachtet, dann habt ihr die ganze Welt sozusagen im Trading-Vehikel. Also dann tradet ihr wirklich jede Währung gegen jede Währung von den Tops sozusagen. Also hier ist nicht Euro-Türkisch-Lira oder mexikanische Pesos gegen ungarischer Forint oder sowas, ist nicht dabei. Hier geht es wirklich nur um die Top-Pairs. Und das ist aber auch genau das, worauf ihr gerade im Forex-Markt euren Fokus legen solltet, um nicht den Überblick zu verlieren. Natürlich kann man auch mexikanischer Pesos gegen Dollar oder norwegische Krone gegen thailändischen Baht handeln oder sowas. Aber A, sind die Spreads ziemlich hoch und B, ist es nicht unbedingt zweckdienlich, weil ihr deckt sozusagen die Welt mit diesen Währungspaaren ab und habt dann eigentlich alles auf dem Schirm, was es zu beachten gilt. Und das, wie gesagt, so ein Fokus meinerseits. Ja, und so kam der Trade letztlich zustande hier. Da war der Euro in dem Fall schwach vom Momentum her, der Australdollar stark. Und das spiele ich dann gern aus dem 30-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, Stunden-Chart, das kommt immer ganz drauf an. Aber wie gesagt, solche Settings werden hier dargestellt und dann könntest du auch hier wild kommentieren. Ja, das ist hier eben eine schöne Funktion. Man kann auch Charts reinstellen und sich hier sozusagen austauschen. Das ist zum Beispiel auch ein Chart, der ist jetzt mal aktualisiert, den ich direkt reingestellt habe. Und hier auch interessant, Euro-Out, ne? Das ist das Level hier. Das war damals übrigens die Prognose zu dem Trade hier im November, dass der hier aber nach unten absackt. Und genau, Jens, wie du gesagt hast, das Level, das war hier der Prognosefall von damals. Genau dieses Level, also das, ja gut, hat er mal einen Lucky Shot gehabt, könnte man jetzt sagen. Ne? Aber ja, sowas muss man ja auch mal haben, dass man einen Trade sozusagen favorisiert, der hier auch durchaus sein Ziel abarbeitet. Und das war ein schönes CRV, das war eine schöne Entwicklung. Im Grunde genommen das Währungspaar selber hier in einer dicken Range. Ne? Ihr seht es hier, dickes Nachfragelevel, 1,42, 1,41,80 irgendwo hier. Schöne Zone, da geht der irgendwo nicht drunter, will er nicht. Spannend auf jeden Fall. Hier oben aber 1,44, 1,44,20, wenn wir das mal sehen, auch eine große Angebotsüberhangszone sozusagen. Auch ein dickes Level und hier in dieser Range sind wir jetzt auch schon eine relativ lange Zeit gefallen. Nur was wird passieren, wenn der Euro die Parität ansteuert? Sind wir uns alle relativ sicher? Und auch Euro, also jetzt aus Erfahrung her, unfassbar trendstabil. Also der läuft unendlich. Also das ist, wenn der mal durchstartet, also ich meine sowohl nach oben als auch unten. Man schaut sich ja hier den Verlauf links an zum Beispiel. Ja. Das zeigt sich.
Und vor allem diese Bewegung, das sind, ich weiß gar nicht, 1000, 2500, 3000 Pips oder Das so. Ding von hier unten. Ja, also ich meine, dass man den jetzt erwischen muss, das sei jetzt mal dahingestellt, aber nur damit man so eine Einschätzung Selbst wenn man nicht das hoch erwischt hätte, was 2800 Pips wären, sind das hier eben 2500, ne? Weißt du Bescheid? Ja. Das ist Also eine das einzige Hausnummer. Problem ist halt, Euro Out Long ist natürlich negativer Carry behaftet, aber das läuft auf der Short-Seite genauso, das muss man ja auch sehen. Das läuft Das gut. bedeutet also... Und ich wage mich zu erinnern, du hast vorhin 1,37 geschrieben, ne? Hier. Das wäre ein Genau. Ziellevel, was du anvisierst. Und ja, wenn der hier durchbricht, das ist hier so eine Zwischenzone 1,40, wieder runde Hausnummer, denke ich, da sind auch einige Optionen am Markt, die hier von Interesse sind. Also theoretisch. Also das, wie gesagt, ist jetzt auch nicht das Major Pair, wo jetzt hier viel abgehandelt wird in der Richtung. Aber grundsätzlich runde Hausnummer 1,40, denke ich, ist das erste Ziel. Und ja, 1,37, wie kommst du drauf? Das sind die Lows hier aus 2,15. Ja, ganz Und einfach 14 mal. übrigens. Wenn du Und noch zusammenstaust, das ist auch 14. Also hier, das ist genau. hochsignifikant. Das sollte man nicht unterschätzen. Wenn der da durchgeht, dann ist nochmal richtig Alarm Richtig. Und eventuell. man hat auch einen Carry-Trade auf seiner Seite. Auf jeden Fall, Fall, auf jeden Fall, Fall. Auf jeden doppelten Fall, Fall, Fall. Sehr, sehr spannend. Kann man mit JFT auch mit zwei Währungen, zum Beispiel Schweizer Franken und Euro, handeln? Also du kannst dein Konto in vier Währungen eröffnen, nämlich Euro, Britisch Pfund, Schweizer Franken und US-Dollar. Das ist die Währung, in der du dein Konto handeln kannst. Aber was meinst du, kann man bei JFT auch mit zwei Währungen handeln? Ich glaube, Pascal meint, spricht sowas wie Subkonten vielleicht an. Also die Möglichkeit, glaube ich, besteht, du hast, glaube Ja. ich, dein Standardkonto in Franken und dass man ein Subkonto in Richtig, Euro eröffnet. richtig. Das Das geht. Korrekt, korrekt. Du kannst so viele Konten, Subkonten machen, wie du willst. Das ist auf jeden Fall möglich. Ansonsten mit der Frage an den Supporter, wenn Jens das schon richtig aufgegriffen hat, genau, du kannst, wie gesagt, in anderen Währungen auch Konten eröffnen. Das ist kein Problem. Und in Mindesteinlage, wie gesagt, genau gleich. Wie gesagt, das tut er, Pascal. Da am besten mit dem Support mal in den Kontakt treten. Ansonsten, meine lieben Zuschauer, 1 Million, na, das ist ja meine Hausnummer, ne? Dann immer nur aufgepasst, mit einem Hebel musst du gar nicht so eine große Einzahlung eingeben. Als ich nach Australien kam, war der Kurs noch bei 2 im Auge. Da habe ich täglich Geld verloren, da ich meine Euros nicht gleich gewechselt habe. Ja, Marc, das mit dem, ich habe auch selbst einen Bekannten, der hatte in Neuseeland gelebt. Der ist jetzt da ausgewandert, schon seit längerem, weil auch er von dem Wechselkurs Euro-Neuseeland-Dollar sehr, sehr partizipiert hat, als der Euro eben noch stark war. Ich kann euch den mal zeigen. Und der hat, wie gesagt, auch sein Geld in Euro bekommen und er hat sehr komfortabel gelebt. Und jetzt schaut euch die Entwicklung mal an. Ja. 2005 war ich mal in Australien. Übergeordneter Da habe ich auch noch unfassbar viel Geld gekriegt dafür. Guck dir das an, wo der kommt. Ne? Also ich meine, da war der Euro wirklich noch was wert hier im Jahr 2009 vor der Finanzmarktkrise. Und hier in den letzten Jahren hat sich verabschiedet, weil, ja, so ist das auch tatsächlich, wenn man global agiert, die Währungsmärkte, das ist das, die stehen ja auch über den Aktienmärkten im Prinzip. Also die Währungen sind dann nicht nur, weil es ein enorm liquider Markt ist, es liegt auch am Hebel wohl bemerkt, dass man da seine über 5 Billionen US-Dollar täglichen Handelsumsatz hat, ganz klar. Aber dennoch muss man sagen, das ist ein Markt, der dominiert und mit einer Währung kannst du ein Land nach vorne bringen. Ich sage auch, und das ist wie gesagt jetzt auch nicht meine Erfindung, aber das ist gerade in Händlerkreisen Uso, eine Währung ist praktisch die Aktie des Landes, ja. Und das lässt sich nicht anders formulieren und die Aktie des Landes, ob steigend oder fallen, je nach Zinsentwicklung, je nach fundamentaler Ausrichtung, je nach konjunktureller Lage, wobei die Notenbanken ja seit 2008 ganz, ganz massiven Einfluss nehmen, gerade mit den Anleiheaufkaufprogrammen, beziehungsweise was wir in Japan eben sehen, mit den ETF-Aufkaufprogrammen, das ist also ohne Worte ungesund, aber der Markt wird sich irgendwo immer wieder einordnen, normalisieren und auch seinen Weg finden. Ich würde aber sagen, wie gesagt, grundsätzlich, wenn du jetzt sozusagen das Fazit der ersten 2,5, 3 Stunden jetzt ziehst, würde ich auf jeden Fall sagen, Jens, wir müssten uns so langsam mal in ein Päuschen verabschieden. Ihr wisst es aber Bescheid, linktechnisch, Jens hat ihn auch eingestellt, wenn ich den Support anschreibe, wenn es da heute Nachmittag 14, 15 Probleme geben sollte, wie gesagt, ich werde den Support mal darauf hinweisen, aber im Prinzip ist es derselbe Link. Es wundert mich wirklich, dass ihr gesagt habt oder der ein oder andere schrieb, dass es nicht derselbe Link wäre. In der Vergangenheit hat es immer gut geklappt und ich würde mich freuen, wenn wir uns zur heutigen Nachmittagssession wieder hören. Da, wie gesagt, gibt es dann nochmal den US-Markt vom Jens exklusiv, Dow Jones technisch, S&P 500. Dann werden wir auch nochmal ein Stück weit was aufrollen, was wir jetzt am Morgen bearbeitet haben, Big Picture-Analysen, DAX und Co., wobei wir auch noch gespannt sind auf das, was Jens und seine Top-Trades bietet. Ich meine, du hast den Link ja vorhin schon reingestellt, aber vielleicht, Jens, gehst du dann da heute Nachmittag auch nochmal drauf ein.
Ich könnte auch mal, ich habe gerade festgestellt, ich bin gar nicht so sehr auf diese Betrachtung hier eingegangen. Ich hatte das, glaube ich, angedeutet, wie man denn die Open Range traden könnte und dergleichen. Das habe ich ganz vergessen, ehrlich gesagt. Dazu aber der Hinweis, du hast ja täglich dein Morning-Meeting und da stellst du das ja auch explizit nochmal dar, beziehungsweise Long-Short, wenn man das ist ja mal Montag und Donnerstag, machst du das Long-Short, also so ein Kurzclip kurz nach 9, liebe Leute, da könnt ihr euch das mal anschauen, wie ihr das macht und im Morning-Meeting besprichst du es ja auch, also muss man den Hinweis nochmal geben, wir sind hier viele Teilnehmer und ich weiß, dass wir beim Morning-Meeting auf jeden Fall nicht dreistellige Zuschauerquoten haben, beziehungsweise ich kann das, gut, das Noch nicht. auch nicht, also wie gesagt, das ist Obwohl, auch eventuell haben wir gleichstellige Quoten, nur das wird nicht akkurat Ja, abgebildet. genau, das wollte ich jetzt gerade dazufügen. Also man muss auch sagen, es gibt auch No-Name-Zuschauer beziehungsweise nicht registrierte beziehungsweise auch manchmal den Bug, dass man schon da ist auf dem Desktop und trotzdem nicht sichtbar ist. Also ich glaube, wir haben eine gute Quote, die steigt auf jeden Fall. Wir haben auch unseren YouTube-Channel im Übrigen, liebe Leute. Da könntest du auch immer wieder uns verfolgen im Nachgang natürlich und Jens auch sein Morning-Meeting in Englisch verfolgen, live wie bei YouTube, beziehungsweise wenn es mal einen Bug gibt auf dem Stream, hast du ja ohnehin die Alternative gehabt, auf YouTube auszuweichen. Das heißt, wir haben hier immer viele, viele Möglichkeiten und hier ist genau das Gleiche zu sehen, praktisch wie auf unserem Guidance-Desk, jetzt muss ich mal hier zurück, also praktisch hier unsere Videobox, könntest also hier abrufen oder dann auch bei YouTube, da freuen wir uns natürlich auch mal, wenn Statements sind, die Klickraten hochgehen, bla, das ist natürlich uns wichtig, dass wir uns hier weiterentwickeln und nach vorne gehen, aber ich würde sagen, jetzt für den Vormittag erstmal hier übrigens das DAX Future Bild der Analyse von gestern läuft ganz gut. Ja, saisonal haben wir hier 240 Punkte plus in Aussicht bis zum 23.12. Schöne Also Bescherung dieses steht. 14 musst du mir trotzdem schicken. Also der hat jetzt gesagt, also gut, war Kasse, aber nichtsdestotrotz, hoch war bei 30, 36 oder irgendwie so. Das sind 9 Punkte oberhalb der Hochs und von dort down. Also ich brauche dieses Hat Fuzzi-Teil. dir gefallen, ja? Hat dir gefallen. Also was ich hier zum Beispiel auch habe, das ist im Prinzip ja so ein Seasonal Bull, das ist übrigens derselbe Entwickler von der FTSE-Vektorlogik, wo ich hier meine Trades ableite. Wir haben zum Beispiel heute Closely Gold, weil wir vorhin auch Gold im Fokus hatten, eine statistische Wahrscheinlichkeit während der letzten 21 Jahre für 23 Tage. Das heißt, man kauft heute zum Close in etwa, gut, Gold wird ja auch am Spotmarkt 24 Stunden gehandelt. Heute Abend gegen 22, 23 Uhr kauft man im Prinzip eine Long-Position und die führte in den letzten, wo haben wir es hier, 21 Jahre in 76% der Fälle zum Erfolg. Jetzt schauen wir uns mal den Performance-Chart an. Das sieht dann so aus, ne, wenn man die ganzen Trades der letzten 21 Jahre verfolgt hätte. Und hier oben haben wir die statistische Auswertung. 21 Jahre, 16 Mal gewonnen, 5 Mal verloren. Im Schnitt durchschnittlicher Trade, also der durchschnittliche Trade Gewinn minus Verlust, beziehungsweise adaptiert je nach Verhältnis. Aber wir haben hier 40 Dollar in Aussicht während der kommenden 23 Handelstage. Jetzt muss ich aber sagen, der Goldpreis selber bewegt sich, jetzt gucke ich mal auf mein Trading Desk, aktuell pro Tag 15 Dollar ungefähr. Also das heißt, man muss vielleicht gar nicht die ganzen 23 Tage abwarten. Wenn er denn hier die 40 Dollar auf der Oberseite hat, könnte man das mitnehmen. Aber Gold interessant und hätte ich eigentlich heute hier im Devisenradar auch gern vorgestellt. Ihr wisst, das Devisenradar jeden Morgen hier meinerseits auf dem, ist das jetzt mein Desk? Sollen wir mal gucken. Ja, genau. Das Devisenradar gibt es hier jeden Morgen auch in Guidance Live zu sehen. Das ist vor dem Morning Meeting vom Jens. Gibt es hier, wie gesagt, jeden Tag auch Ideen und auch hier zum Beispiel Seasonal Trades, Euro, Britisch Pfund. Also da gibt es, wie gesagt, immer reichlich was zu lesen und zu erfahren. Neben dem Webinar von heute müssen wir natürlich noch ein bisschen transportieren, wo es Informationen gibt hier an dieser Stelle, liebe Leute. Und ich weiß leider Gottes, dass viele noch nicht wissen, dass eben der Guidance Desk von uns existiert, von JFD, oder viele kennen auch meinen nicht. Deswegen kann man das gar nicht oft genug sagen, nach dem Motto, schaut euch da ruhig mal um und den Content, den wir liefern, ist ganz gut. Aber Fuzzi-Logik, ja, Jens. Wie gesagt, interessant. Hier haben wir den FDAX heute zum Beispiel auch nochmal mit dabei, neben dem, dass es da gestern einen Pattern gab. Und hier auch der FDAX während der letzten 19 Jahre 15 Mal erfolgreich und die Equity ist auch recht stabil. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte. Kann man hier auf jeden Fall hervorragend adaptieren. Auch mal für mögliche Wealth-Geschichten an diesem Punkt übrigens, Jens, mal zwischen uns gesagt. Webinar geht online auch. Günther, Marc, danke, dass dir der Event gefallen hat. Wenn Jens, wie gesagt, wir haben noch viel zu reden und ich glaube, wir können das Webinar 8 Stunden am Stück durchlaufen lassen. Im Übrigen auch 2017 wird es mehr in diese Richtung geben. Ich hoffe, dann da holen wir euch auch alle ab. Wir wollen auf jeden Fall Live-Trading, Event-Trading, ja, meinetwegen Monatsausblicke noch mehr transportieren, um Ihnen da sozusagen auch eine zweite Meinung zu geben. Letztlich müsst ihr natürlich eure Meinung finden für die eigenen Trades, aber JFD legt ja auch Wert drauf, dass ihr sozusagen da auch ein Stück weit exklusiven Content bekommt und den wollen wir liefern. Und ich glaube, mit Jens als Partner
ist es wirklich eine ganz, ganz runde Geschichte. Ich freue mich, dass er heute wieder dabei war. Und wenn ihr wollt, liebe Leute, sehen wir uns heute Nachmittag, hören wir uns heute Nachmittag wieder. Link, wie gesagt, abchecken, abtesten. Jens, hast du noch was zum Besten zu geben? Nein, ich möchte nur Danke sagen. Nein. Okay. Ja, sehr gut. Also Jens, dein Danke kommt durch. Wann? Fragezeichen. Heute 14:15, ne? Da könnt ihr euch nochmal einloggen. Wir würden uns freuen. Ich kriege das Feedback, dass jeder von euch dann mitkommt. Dann sagen wir an dieser Stelle erstmal Mahlzeit. Danke fürs reichhaltige Dabeisein. War auf jeden Fall ein toller Event bislang und wir wollen mal sehen, was der Nachmittag bringt. Und alles Weitere hört und erfahrt ihr dann von uns. Also in diesem Sinne sage ich erstmal Ciao, Wiley. Bis später. Und dann kommt der Peter und holt uns alle ab. Also bis dahin. Jens, Bis dann. bis später. Liebe Leute, bis später und auf bald.